Der Tag danach. Wie rechts ist Deutschland? Der Radio 1 Talk im Tippi zum Ausgang der Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Mit Marco Seifert. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Schönen guten Tag. Voll ist es hier im Tippi am Kanzleramt. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Zu vergleichsweise später Stunde. Sie wissen, sonst findet diese Veranstaltung ja am Sonntag statt, von 12 bis 14 Uhr. Aber wir dachten, Sonntag vor der Wahl ist nicht so günstig. Sonntag eine Woche nach der Wahl, da haben Sie schon 17 Talkshows zur Wahl gesehen, ist auch nicht so günstig. Deswegen Montagabend. Sie hören uns auch auf Radio 1. Und wenn Sie uns sehen wollen, was definitiv ein Erlebnis ist, dann einfach auf radio1.de gehen. Dort ist unser Video-Livestream. Können Sie sich angucken. Und alle, die hier sind, ab morgen steht die komplette Sendung auf YouTube. Dann können Sie noch mal gucken, ob Sie irgendwann im Bild zu sehen waren. Der Titel Der Tag danach, wie rechts ist Deutschland, ist, ich gebe es zu, etwas zugespitzt. Die Älteren werden sich erinnern, es gab in den 80ern einen US-Fernsehfilm, der hieß The Day After, der Tag danach. Da ging es um den Tag nach einer Atombombenexplosion. Ganz so dramatisch ist es nicht, aber tatsächlich wurde ja vorher oft diskutiert, wird nach diesen Wahlen in Brandenburg und Sachsen dieses Land politisch für immer ein anderes sein. Wir werden es sehen, darüber werden wir heute diskutieren. Das Satiremagazin Titanic hat heute ein paar prominenten Politikern Zitate in den Mund gelegt. Das muss ich so sagen. Ja, die haben das nicht selber gesagt, ist ein Satiremagazin. Und die haben zum Beispiel gesagt, Robert Habeck sagt zu der Wahl, im Vorfeld von einer Schicksalswahl gesprochen zu haben, halte ich für einen Fehler. Sicher, die Wähler haben politische Weichen neu gestellt, aber unterm Strich müssen sie nach wie vor alle im Osten wohnen. Hat er nicht wirklich gesagt, wie gesagt. Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, legen Sie die Aussage in den Mund. Ich bin froh, dass meine Partei so gut abgeschnitten hat. Über das solide Ergebnis der CDU freue ich mich auch. Und schließlich hat sich die Titanic die Aussage für Alexander Gauland ausgedacht. Mich freut vor allem, dass die Wahlbeteiligung so hoch ist. Schade nur, dass die Wahl geheim bleibt. Das wird es uns nach der Machtübernahme erschweren, die Volksverräter zu identifizieren. Ja. Wer... Klatschen Sie aus Sympathie hier? Nein. Wer häufiger den Talk im Tippi erlebt, gehört oder gesehen hat, der weiß, dass Florian Schröder einmal am Anfang des Talks auftritt, einmal in der Mitte. Der Auftritt in der Mitte fällt heute aus. Warum? Das bespreche ich gleich noch mit ihm. Deswegen jetzt erstmal ein etwas ausführlicher Auftritt von unser aller Lieblingskabarettisten, von Florian Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, am Tag danach hier auftreten zu dürfen nach den Landtagswahlen Brandenburg und Sachsen. Jetzt ist vorbei. Also so lang, der ganze Sommer eigentlich nur ein Thema. Es kommen die Landtagswahlen in Sachsen und heute wirklich, also ich habe heute den ganzen Tag Zeitung gelesen und wirklich, wir waren ja wirklich Thema. Also international auch, in der Presse. Ne? Also Sondersendungen und gibt einen Brennpunkt heute Abend. Wenn die ARD einen Brennpunkt macht, dann weißt du es wirklich, was für eine Stunde geschlagen hat. Also es ist wirklich, alle reden darüber, dass heute im Berliner Zoo zwei Pandas geboren wurden. Das ist, ja. Gut, Landtagswahl, ja, gut, kann man jetzt auch noch drüber reden, aber die Pandas, das ist doch mal über die Pandas, ne? Aber gut, die Landtagswahl war schwierig, jetzt muss man sagen. Die großen ehemaligen Volksparteien CDU und SPD waren heute glücklich, dass sie nur im einstelligen Prozentbereich verloren haben, wobei man bei der SPD sagen muss, wenn sie noch mehr verloren hätte als einstellig, wäre sie im Minusbereich angekommen. Und das wäre auch mal was ganz Neues gewesen. Selbstkritisch müssen wir anmerken, es gab gestern bei der Wahlberichterstattung auch Probleme. Der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR, hatte die Federführung und da hat nicht alles geklappt. Aber da möchte ich auch mal ein bisschen um Nachsehen jetzt bitten. Also da war eine Moderatorin, Frau Binder, hat gestern Abend moderiert und Frau Binder war nicht so ganz auf der Höhe. Also sie hat den CDU-Chef mit dem FDP-Chef verwechselt in Sachsen. Das kann vorkommen. Ich persönlich wusste gar nicht, dass es in Sachsen überhaupt noch eine FDP gibt. Ich habe ja viel gelästert über Sachsen, aber eine gute Nachricht wäre gewesen, wenn man sagen könnte, Sachsen, FDP-freie Zone. Also Frau Binder verwechselte CDU und FDP-Chef. Okay, gut. Sie hat auch Thomas und Lothar de Maizière verwechselt. Finde ich, kann man auch... Nee, finde ich auch nicht gut, dass ihr da lacht. Ich finde, da kann man großzügig drüber hinwegschauen. Da gilt das alte Motto, Thomas oder Lothar, Hauptsache Italiener. Ja. Das ist altes Motto von Andi Möller, da muss man nicht so streng sein.
bisschen schwieriger wurde es dann, als der AfD-Chef von Sachsen kam, nämlich Jörg Urban, als Frau Binder sagte, ja, also man hätte ja durchaus auch Positives zu berichten gehabt über die AfD und ganz nebenbei gäbe es ja auch eine stabile Mehrheit für eine bürgerliche Koalition zwischen CDU und AfD, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen. Das war natürlich schwierig, ne? Das ist schwierig. Also jetzt von einer bürgerlichen Koalition zwischen CDU und AfD zu reden, da wird es problematisch. Das kommt davon, wenn du in einem Sender über Politik reden musst, in dem es sonst immer nur um Elefant, Panda und Co. geht. Ja gut, es ist natürlich klar, gibt es jetzt Aufregung, ne, dass jetzt alle von der bürgerlichen Koalition zwischen CDU und AfD sprechen, nicht nur Hans-Georg Maaßen. Alexander Gauland versucht, dieses Narrativ auch zu bedienen und die AfD als neue bürgerliche Partei zu implementieren, was sie natürlich nicht sind. Und das ist klar, also bürgerlich ist ja sowas wie zivilisiert und das ist die AfD eben nicht. Ne? Und es kann ja nicht sein, dass jetzt darüber geredet wird, dass CDU und AfD irgendwie mal was zusammen machen könnten. Ich meine, zivilisiert ist ja heute, wenn du als Partei dafür bist, dass Menschen im Mittelmeer sterben und nicht, wenn du dafür bist, dass sie an der deutschen Grenze erschossen werden. Das ist der Unterschied zwischen CDU und AfD. Und wer so weit voneinander entfernt ist, der kann nicht zusammenarbeiten. Das ist... Nee. Das ist schwierig. Aber nee, ich muss also sagen, das mit der bürgerlichen Koalition CDU und AfD, das ist für mich ein Patzer oder, wie man in Sachsen sagt, ein Patzelt. Ja, das ist jetzt ein kleines Wortspiel für Insider, muss ich sagen. Ein Wortspiel mit einem Namen. Es geht um Werner Patzelt. Das ist dieser Politikwissenschaftsdarsteller mit der Achim-Menzel-Gedächtnisfrisur, der früher mal an der TU Dresden war. Das ist ein Mann, der als Politikwissenschaftler die AfD beraten hat und die CDU und prompt heute im Deutschlandfunk gesagt hatte, also er sei schon dafür, dass die CDU mit der AfD mal Koalitionsverhandlungen aufnimmt, um sie dann eventuell nicht zu Ende führen zu müssen. Aber dass man es dem Wähler mal gezeigt hat, dass man es probiert, hat Herr Patzelt heute gesagt. Man sollte mal reden, man sollte einfach mal so reden. Das ist ein Politikwissenschaftler aus Sachsen. Klar, der hat beide Parteien beraten. Das heißt, wenn die jetzt Koalitionsverhandlungen aufnehmen würden und es würde klappen, und es käme zu einer schwarz-braunen Koalition in Sachsen, dann bekommt Herr Patzelt natürlich Beraterhonorare ganz oben auf der nach oben offenen von der Leyen-Skala. Ja? Klar, deswegen ist er dafür. Das kann man durchaus nachvollziehen. Aber Herr Patzelt, mit dem Versuch, die CDU in Koalitionsverhandlungen mit der AfD zu treiben, ist eigentlich auf einer sehr konsequenten Linie der Konservativen, historisch gesehen, indem er versucht, den Nazis die Tür zu öffnen, durch die sie anschließend einmarschieren können. Und das konnten die Konservativen in der Geschichte immer sehr, sehr gut. Ne? Ja. Hey. Also, es ist erstaunlich. Ne? Heute am Tag danach sagen alle, na ja, jetzt ist ja alles halb so wild. Also die AfD hat ja jetzt ihre Ziele gar nicht erreicht, ne? Sagen alle. Obwohl sie faktisch ihre Wählerstimmen verdoppelt hat. Aber trotzdem hat sie die Ziele nicht erreicht. Das ist 2019. Wenn eine rechtsradikale Partei die Wählerstimmen verdoppelt, aber alle erleichtert sind, dass sie das nicht erreicht haben, was sie erreichen wollten. So tief sind wir schon gefallen. Aber jetzt haben wir gesehen, Sachsen und Brandenburg, rund 25%, also rund jeder Vierte, hat AfD gewählt. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesen Menschen um? Ich möchte heute mal einen ganz verrückten Vorschlag machen. Vielleicht sollten wir einfach mal davon ausgehen, dass es in diesen 20-25% oder in anderen Bundesländern 10-15% AfD-Wählern sicher ein paar gibt, die mögen Sorgen und Nöte und alles haben. Aber vielleicht ist der Großteil einfach unbelehrbar. Vielleicht müssen wir das einfach mal anerkennen. Vielleicht müssen wir einfach mal anerkennen, dass es nicht die Ängste und Sorgen von besorgten Bürgern sind, die Angst haben vor dem Bevölkerungsaustausch in einer Gegend, in der 5% Ausländer sind. Vielleicht sollten wir einfach anerkennen, dass diese Menschen ohne Frage Probleme haben. Im ländlichen Raum, in Riesa übrigens genau wie in Castrop-Rauxel. Dass man mehrere Tage braucht, um zu einem Hausarzt zu kommen. Dass es kein Internet gibt und noch weniger Bahnhöfe, als es Internet gibt. Dass es große Probleme gibt, Strukturprobleme auf dem Land. Das gilt für alle Gegenden in Deutschland. Aber vielleicht sollten wir auch damit aufhören, alle AfD-Wähler permanent verstehen zu wollen und zu sagen, ja, das sind aber auch Opfer und die fühlen sich als Opfer und wir müssen mit ihnen tiefen psychologische Studien anfertigen, um zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Nein, vielleicht sollten wir einfach aufhören, sie wie Kinder zu behandeln, denen wir seit Jahren sagen, pass mal auf, unter dem Bett ist kein Gespenst, auch wenn du nachts davon träumst.
träumst. Seit Jahren sind wir dabei, diesen Leuten zu zeigen, dass unter dem Bett kein Gespenst ist. Und trotzdem glauben sie immer noch an Gespenster. Vielleicht sollten wir es einfach lassen. Vielleicht sollten wir uns auf die 80-85% in Deutschland konzentrieren, die wissen, dass Nazis noch nie die Lösung waren. Und den Rest da lassen, wo sie sind, nämlich Nazis rechts liegen lassen. Ende der Diskussion. Das ist der neue Kulturkampf der Gegenwart. Das ist nicht mehr CDU gegen SPD, das ist nicht mehr links gegen rechts, das ist nicht mehr oben gegen unten, das ist Grüne gegen AfD. Das sind die großen Gewinner. Grüne im Westen, AfD im Osten, und auch im Osten haben die Grünen in einigen Städten ja groß abgeschnitten. Das liegt einfach daran, dass sich die Zeit verändert hat. Es geht dort nicht mehr um rechts gegen links, es geht, wenn dann, um Probleme wie Stadt gegen Land, um Prenzlauer Berg, Bionade-Smoothie-Trinker und Abgehängte irgendwo draußen in Brandenburg. Es geht um diesen Kampf, um Freiheit gegen Sicherheit. Das ist der Kampf der Gegenwart. Und das ist der Kampf offen gegen nicht ganz dicht. Also Grüne gegen AfD. Und die Grünen ist einfach, das ist eine Wohlfühlpartei. Das hat man auch jetzt, ich habe es so genossen, gestern bei Anne Will, mein Highlight, habe ich Robert Habeck gesehen, habe ich gute Laune bekommen. Das ist einfach dieses Geheimnis der Grünen, dass du einfach weißt, ah, wenn du so Grünen-Sympathisant bist, weißt du, kannst du schon wieder bedeutend öfter nach Barcelona mit Ryanair fliegen, einfach weil du nickst, wenn Robert Habeck spricht. Das ist einfach auch ein gutes Gefühl. Und das mag ich so an den Grünen. Das mag ich so, dass man so ein gutes Gefühl hat einfach. Dass man auch mehr fliegen kann. Die Grünenwähler fliegen ja auch am meisten. Und dass du einfach weißt, nee, komm, ach, irgendwann führen wir so Greta-Punkte ein, Greta Thunberg-Punkte. 5 Punkte für jeden Erwachsenen, der die eigenen Kinder motiviert, zu einer Fridays for Future-Demo zu gehen. 10 Greta-Punkte für jeden Erwachsenen, der dafür sorgt, dass die eigenen Kinder hingefahren werden zur Fridays for Future-Demo. Gern auch mit dem SUV, gar kein Problem. 15 Greta-Punkte für jeden Erwachsenen, der dafür sorgt, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Demo gefahren wird. Und 50 Greta-Punkte für jeden Erwachsenen, der eine eigene Fridays for Future-Demo für Erwachsene ins Leben ruft und sich von den eigenen Kindern eine Entschuldigung für den eigenen Arbeitgeber schreiben lässt. Das sind doch Maßnahmen. Ja, das ist so schön. Das ist das Schöne am grünen Lebensgefühl. Ich habe es gestern wieder gedacht, als ich Robert Habeck da sitzen sah, so, ja, auch die Nachdenklichkeit, der grundlegend andere Politikertypus. Ja, müssen wir nochmal nachdenken, nicht wahr? Da weißt du, da wird noch ein Buch gelesen worden bis vor der Sendung und so. Nochmal ein paar Philosophen gelesen, Aristoteles, Kant nochmal eben inhaliert, mit diesem Kant, ne, so reingegangen, da wird nicht mehr gekifft und so wie früher, nee, da wird Kant inhaliert, ganz tief Kant eingearbeitet, da geht man in so eine Sendung, dann denkt man nach, dann sagt man auch mal, nee, da möchte ich erstmal drüber nachdenken und so. Wir würden uns dann melden, wenn wir zu Ende nachgedacht haben, in 3 Jahren, wollen wir nochmal mit der anderen Nina reden und dann melden wir uns nochmal. Für mich Robert Habeck einfach der Coverboy der Landlust. Ja, das ist der Anti-Christian Lindner, ne? Das ist der Anti-Christian Lindner. Nicht umsonst kackt die FDP ja auch ab, wie jetzt im Osten. Ne? Aber Lindner ist auch, das ist Maschinenhafte, das ist auch vorbei. Das ist warum? So ein Lindner, der dann heute dasteht und am liebsten sagen würde, wir haben die 5%-Hürde nicht geschafft, aber 5%, das ist letztlich auch nur eine Zahl, eine wichtige Zahl, aber eine Zahl, von der wir bei der FDP sagen, man muss auch mal darunter fallen, um später vielleicht wieder darüber steigen zu können. Denn Zahlen unter 5 sind dornige Zahlen und damit Zahlen als Chancen. Ja. Und das ist der Unterschied heute. Heute ist der Antipolitiker gefordert. Da gibt es die Guten wie Robert Habeck und eben die Bösen wie, oh my God, it's only me, Donald Trump, oh my God, oh my God. Als ich letzte Woche beim G7-Gipfel gedacht habe, ich habe wieder gedacht, ich glaube, also wenn alles gut ausgeht, dann gibt es ihn nicht. Also es war ja so, dass Trump und Boris Johnson wirklich heftig geflirtet haben, ne, heftig geflirtet. Und ich war wirklich überrascht, als ich beide so nebeneinander sah. Ich dachte zuerst, das ist eine Person. Ne? Das ist eine Person, gespielt von Luke Mockridge aus dem Fernsehgarten. Ne? Das ist eine Person. Oh my God, oh my God, oh my God.
Look at that. When I see Trump, ich muss wirklich, als ich ihn letzte Woche gesehen habe, ich habe wirklich gedacht, oh my God, when Donald Trump speaks, oh my God, it's only me, I'm the only president. Und dann saß er neben Ernie Merkel und sagte nur, I will visit Germany, vielleicht schon bald, maybe soon, I will come, I will be there. And when I see him, I think, oh my God, Donald Trump is acting in a way like a bad Friedrichstadt-Palast-Schauspieler would play a gay, a schwule guy. Und dann wollte auch ja Trump noch kurz vor dem G7-Gipfel, wollte er ja noch Grönland kaufen. Das fand ich sehr lustig. Ne? Ja. Das, also, dass er jetzt als Politiker ein Versager ist, das wissen wir ja alle. Dass er sich für einen großen Dealmaker hält, das wissen wir auch. Das hat man spätestens gesehen, als er Kim Jong-un treffen wollte und dachte, man trifft sich zweimal und zack, ist die Sache erledigt. Und die Sache mit Nordkorea ist wunderbar. Dass das nicht klappen konnte, hat man schon auf den Fotos gesehen. Auf der einen Seite der durchgeknallte Irre mit der Scheißfrisur, der permanent mit der Bombe droht und alles von seinem Vater geerbt hat. Und auf der anderen Seite Kim Jong-un. Das... Also, dass er sich für einen Dealmaker hält, okay, das wissen wir, das sieht man. Ja, aber dass er jetzt auch noch Grönland kaufen will, ein Land, das gar nicht, also das gar nicht zum Verkauf steht, also dass ein Immobilientycoon nicht mal die Grundsätze des Markts verstanden hat, also das fand ich schon schockierend. Und dann wollte er Grönland haben, weil er gedacht hat, oh, it's Denmark, where's Denmark, Denmark, look at that. Hat er die Berater geholt, show me, where's that Denmark. Der Blinddarm-Wurmfortsatz nördlich von Germany, okay, I don't think, dass es das gibt, okay, it's me, it's our Grönland da oben, okay. Weil damals, 1917, haben die Amis ja Dänisch-Westindien gekauft, in der Karibik, und da hat Trump gedacht, ach, das kann man wieder machen, wir haben schon was von den Dänen gekauft, jetzt kaufen wir wieder was von denen, und nur stand es jetzt nicht zum Verkauf. Ausnahmsweise, gut, ein bisschen blöd gelaufen, aber als Modell, sagen wir mal, als Modell für die Zukunft ja gar nicht so schlecht. Ne? Was wollte Trump mit Grönland? Vielleicht wollte er einfach nur eine Insel, die groß genug ist, damit endlich Melania genug Platz für ihre High-Heels-Sammlung hat. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß noch nicht, make Grönland great again oder make great land green again. Man weiß es nicht. Gut, green wird Grönland von ganz allein, wenn die Regenwälder am Amazonas noch ein bisschen brennen. Aber er hat einfach versucht, es hinzukriegen und er hat es nicht geschafft. Und ich sage, als Modell, also jetzt jenseits von Trump, ist Länder kaufen historisch gar nicht so schlecht gewesen. Man hat vieles beigetragen zum Frieden, als man noch Länder gekauft hat. Man könnte auch heute viele bilaterale Verhandlungen sparen, wenn man einfach mal Länder, also wenn zum Beispiel Putin die Ukraine einfach kaufen könnte oder wenn Irland Großbritannien zum Vorzugspreis kauft, ne? Oder, oder Polen Sachsen kauft. Ungarn kauft Thüringen und Erdogan bekommt Berlin-Neukölln. Ne? Und den Rest von Berlin, den kauft Baden-Württemberg, da kommt sowieso schon die Mehrheit der Bevölkerung her. Dankeschön. Heute haben wir ganz besondere Mikrofone hier. Es gibt Menschen, nimm es nicht persönlich, Florian, bitte, die sagen, ach, und wenn der Florian Schröder in der Mitte auftritt, das ist immer der Moment, wo ich auf Toilette gehe. Ich weiß das. Ja. Ich habe da Mittelleben gelernt. Ja. Der Mann moderiert heute eine Kabarettshow in den Wühlmäusen, geht aber erst um 20 Uhr los, in einer halben Stunde. Ist okay, oder? Das kann man schaffen bis zum Theodor-Heuss-Platz. Was war der fließende Übergang, bei dem du gemerkt hast, ich bin nicht einfach fleißig, ich bin Workaholic? Als der Radio 1 gefragt hat, ob ich heute haben die Auftritte, und die Wühlmäuse hatten schon früher angefragt und ich spontan einfach gar nicht nachgedacht habe und gesagt habe, ja klar. Und erst später ist mir aufgefallen, oh, das, jetzt bin ich doppelt, jetzt muss ich mal eine Lösung finden. Und dann habe ich gesagt, bin ja da verpflichtet, dann komme ich hier vorher, mache hier am Anfang ein bisschen länger. Aber machen die in den Wühlmäusen nicht eine Pause, in der du dann hierher kommen könntest? Ich weiß nicht, wie lange du heute Abend reden willst mit den Gästen, aber ich wollte einfach mal gucken, wie es dann ist, wenn mitten im Talk alle pinkeln gehen, damit auch wirklich immer die hochdekorierten Journalisten einfach mal erleben, was es heißt, wenn Publikum kollektiv pissen geht. Ja? Bitte stellt euch einfach Punkt 20 Uhr vor, ich käme und dann mitten in so einem Satz von Augstein und Blome pissen gehen. Ja? Also jetzt nicht persönlich gemeint, fällt mir jetzt nur so ein, als zwei, die so, da sind. Weil sie hier vorne gerade so heftig applaudiert hat, so viel wie du auftrittst, hast du eigentlich Groupies? Ja, viele ältere Damen. Meine Zielgruppe ist 70 plus und die schreiben mir lange Briefe in Sütterlin-Schrift. Und da habe ich einen eigenen Übersetzer, der übersetzt mir die dann und dann schreibe ich zurück per WhatsApp, was ich ausdrucke und dann per Fax weiterschicke. Also so wie Donald Trump mit seinen Tweets.
Heute in 2 Wochen findet genau hier die Florian Schröder Satire-Show statt. Noch gibt es Karten. Was erwartet das Publikum da? Du hast ja auch immer sehr besondere Gäste. Genau, wir zeichnen wieder 2 Sendungen auf fürs RBB-Fernsehen. In 2 Wochen zu Gast werden sein Sophie Passmann und Maren Kreumann. Thorsten Sträter wird auftreten. Ist der mit der Mütze. Das ist der mit der Mütze. Ja. Und es kommt Enno Bunger und Annette Louisanne machen Musik. Das ist ein tolles Programm. Oder? In 2 Wochen, 16. September, wie gesagt, noch gibt es Karten. Und vom 3. bis zum 6. Oktober ist er dann auch in den Wühlmäusen. Wir versuchen dann noch irgendwie einen Talk hier einzuplanen dazwischen. Ausnahmezustand, sein Soloprogramm, 3. bis 6. Oktober 2019. Und jetzt fahr bitte vorsichtig oder lass dich fahren. Oder ich laufe. Du läufst, ja. Viel Spaß, vielen Dank an danke. Florian Schröder. Marco, danke dir. Ciao. Dankeschön. Jetzt möchte ich Ihnen unsere heutigen Kommentatorinnen und Kommentatoren vorstellen. Die erste in der Runde, die schrieb kürzlich in einem Kommentar über Boris Johnson etwas, das auch zu unserem heutigen Thema passt. Sie schrieb, es geht gar nicht mehr um einen konkreten inhaltlichen Streit, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern darum, dass es eine steigende Zahl von Leuten gibt, die nur noch Verachtung für die politische Klasse und die demokratischen Institutionen empfinden und denen es gefällt, wenn jemand sich nicht an die Spielregeln hält. Nicht nur in Großbritannien übrigens. Hier ist die politische Korrespondentin der Taz, Bettina Gauss ist da. Die zweite in der Runde feiert ihre Premiere im Radio 1 Talk im Tippi, deswegen stelle ich sie etwas ausführlicher vor. Sie ist gebürtige Potsdamerin, wuchs in Ost-Berlin in der DDR auf, studierte in Italien italienische Sprache, in Berlin und London Osteuropawissenschaft, Politikwissenschaft und Publizistik. Ja, da steht man schon mal gerade, wenn man das hört. Sie ist eine Enkelin der Autorin Christa Wolf. Sie hat als freie Journalistin unter anderem für die Taz, die Berliner Zeitung und den Tagesspiegel geschrieben. Seit 2004 ist sie Autorin der Wochenzeitung Die Zeit und sie ist auch Buchautorin. Ich freue mich sehr auf Jana Simon. Der dritte in der Runde ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. In einem Kommentar zu den gestrigen Wahlen sagt er, der gemeinsame Nenner dieser Gruppe, er meint die AfD-Wähler, ist Anti-Westen, Anti-System und das 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Vor 30 Jahren kamen Freiheit, Recht, D-Mark und Umweltschutz in die kaputte DDR. Trotzdem haben sich 1/4 der Wähler in Sachsen und Brandenburg in Frust, Fremdenfeindlichkeit und Besitzangst abgekapselt. Ihre Wut ist größer als die Scham, eine Partei zu wählen, die mit Neonazis mehr als nur kokettiert. Für diese Gruppe ist die AfD die neue Volkspartei, die neue Ostpartei, armes Deutschland. Ja, das klingt nach guter Laune. Hier ist für Sie Nikolaus Blome. Für alle, die den Videostream sehen, wir klären noch, warum der Mann humpelt und eine Orthese um sein rechtes Bein hat und ob die für immer bleibt. Das war der Osten. Regelmäßig in einer gemeinsamen Fernsehsendung streitet er sich mit unserem 4. Teilnehmer der Runde. Der 4. Teilnehmer twitterte gestern gleich nach der ersten Prognose, Wahnsinn, +18,3% und +11,6% für eine neofaschistische Partei und die allgemeine Stimmung ist Erleichterung. Spinnt ihr. Er ist Eigentümer, Geschäftsführer, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Hier ist für Sie Jakob Augstein. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, der kürzlich auf Twitter kommentierte, als sich der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen verkündete, in Sachsen keine Wahlkampfauftritte für die CDU mehr wahrzunehmen. Da schrieb er, ein professioneller Populist und möchte gern Märtyrer kündigt seinen Rückzug aus dem Wahlkampf genau dann an, wenn keine Wahlkampfauftritte mehr anstehen. Hier ist für Sie der politische Autor der Spiegel, der gestern Geburtstag hatte und begrüßen Sie ihn mit einem fröhlichen Happy Birthday, Markus Feldenkirchen. Auf 3. 1, 2, 3. Dazu 2 Dinge. Alle im Radio haben es möglicherweise gehört. Das Tippi ist mit Markus Feldenkirchen per Du. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und für alle, die den Videostream nicht anhaben, Markus Feldenkirchen weint gerade bitterlich vor Rührung. Ja. Danke sehr.
Bevor wir gleich diskutieren, gucken oder hören wir doch mal rein in das. Wir fangen, auch wenn es der einen oder dem anderen schwerfällt, mit der AfD an. Gucken wir mal rein, was sich rund um die AfD abgespielt hat. Brandenburg und Sachsen haben gewählt. Zwei Länder mit vielen Problemen. Doch in der heißen Phase des Wahlkampfes ging es eigentlich nur um eine Frage. Wie stark wird die AfD? Wird die AfD stärkste Kraft? Wie stark wird die AfD? Und jetzt die große Erleichterung. Das freundliche Sachsen hat gewonnen. Ich bin erstmal froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches Gesicht bleiben wird. Nicht ganz so freundlich sehen viele die Ergebnisse der AfD. 23,5% in Brandenburg und 27,5% in Sachsen. Die Gründe dafür, viele Ostdeutsche fühlen sich abgehängt. Die Turnhalle ist zu, Gemeinde kein Geld mehr, Kita ist zu, Grundschule ist zu. Die Wende ist für mich letztendlich hier nicht vollzogen worden. Wir sind immer noch Ost und West. Die AfD sagt, sie will für Ostdeutschland die Wende vollenden. Ironischerweise ist aber die AfD-Spitze fast nur mit Westdeutschen besetzt. Auch der Brandenburger Spitzenkandidat Andreas Kalbitz stammt ursprünglich aus München. Wenn sich der gemeine AfD-Wessi da nicht heimlich ins Fäustchen lacht. Wenn ich jetzt noch unglücklich wäre, dann wäre kein rechter Miesepeter. Rechter Miesepeter? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Frau Gauss, ich weiß, dass Sie keine AfD-Anhängerin sind. Deswegen die Frage, welches war Ihr erstes Gefühl gestern, als die Zahlen kamen? War es dann Erleichterung, dass die AfD nicht stärkste Kraft in Brandenburg und Sachsen geworden ist? Oder Frust darüber, dass fast ein Viertel der Wähler in Brandenburg und mehr als ein Viertel der Wähler in Sachsen die AfD gewählt hat? Naja, es war Erleichterung, auch wenn Jakob Augstein jetzt sagt, spinnt ihr eigentlich. Ja. Aber ich habe auch sofort gedacht, okay, blaues Auge. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ein blaues Auge ja eigentlich nichts ist, was richtig erstrebenswert ist. Also man läuft ja nicht so durch die Straßen und sagt, bitte, bitte schenkt mir ein blaues Auge. Insofern ja, es hätte noch schlimmer kommen können, aber man wird schon bescheiden. Ihre Premiere heute hier feiert Jana Simon, aber es ist nicht Ihre Premiere im Tippi. Und jetzt weiß ich schon, dass man mir vorher nichts sagen darf, weil ich das sofort auf der Bühne verwende. Als ich das letzte Mal hier war, da wurde der Deutsche Reporterpreis an Klaas Relotius verliehen. So ist es. War es schön damals? Ja, da ich auch einen Reporterpreis bekommen habe, war es ganz schön, ja. Ja, ja. Viele Wähler der Linkspartei, hat man auch gesehen, sind zur AfD gewandert. Die AfD scheint für viele Wähler ja auch inzwischen sowas als die Partei wahrgenommen zu werden, die sich explizit für ostdeutsche Interessen einsetzt. Hat man ja auch gerade im Beitrag gehört. Wie hat die AfD das mit Gauland, der eigentlich aus der hessischen CDU kommt, mit Kalbitz, geboren in Bayern, und Höcke, geboren in NRW, geschafft eigentlich? Ja, ich fand gestern ganz interessant, dass ja bei allen Talksendungen, die ich gesehen habe, wurde mal gefragt, ist die AfD eine ostdeutsche Partei? Und das ist ja totaler Quatsch. Also sie sitzt in allen Landtagen, sie sitzt im Bundestag. Also die AfD ist keine ostdeutsche Partei. Sie hat nur jetzt gerade da sehr viele Stimmen bekommen. Und jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, wie konnte das so weit kommen? Ganz klar. Warum ist jemand wie Gauland, den ich ja auch für mein Buch die letzten 5 Jahre begleitet habe, also ich weiß genau, ich war auch in sehr vielen westdeutschen Städten mit ihm und er hatte immer volles Haus, egal ob in Ost oder West. Im Osten war es auf der Straße, im Westen war es in den Seelen. Also ich glaube, man darf das jetzt nicht als ostdeutsches Problem abschieben. Das ist ein Problem, was wir alle haben und da müssen wir uns jetzt alle mit beschäftigen. Ich wusste gar nicht, dass Sie so intensiv Alexander Gauland begleitet haben. Ist das? Ja, Sie müssen mein Buch lesen. Ja, ja, aber ist das, das klingt jetzt fast zu ironisch, aber war das auch eine schöne Zeit? Das ist interessant, das hat mich, glaube ich, noch niemand gefragt. Ich glaube, auf die Idee ist noch niemand gekommen, aber eine schöne Zeit kann man das jetzt nicht nennen. Es war eine interessante Zeit, weil ich wirklich dabei war, wie ein Mann und eine Partei aufsteigt. Und das zu erleben, ist nicht schön, sondern ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen gefürchtet. Aber Sie haben jetzt gerade ja auch selber Fragen aufgeworfen. Wie hat die AfD denn das gemacht, dass sie als ostdeutsche Interessenvertretung wahrgenommen wird? Naja, sie haben sehr schlau sich auf bestimmte Themen gesetzt. Also wenn man sich anguckt, wie sie den jetzt Wolf, den... zum Beispiel. Naja, und den, ja, Wolf, wirklich, den Wolf, unter wirklich, anderem also, auch den Wolf. Ja. Und wie sie jetzt auch den Wahlkampf gemacht haben, ne, mit diesem Vollende die Wende, schreib Geschichte, sozusagen hol dir dein Land zurück. Ja, es ist ja vollkommen absurd. Man weiß ja gar nicht genau, bei Vollende die Wende, wohin denn? Also wohin vollenden wir sie denn? Also in welches System hinein? Und noch dazu ist ja, wie gesagt, die komplette Spitze ist ja gar nicht aus dem Osten, sondern aus dem Westen. Und Herr Höcke stellt sich hin und will da die Wende vollenden und er war gar nicht dabei. Also es sind so verschiedene Dinge, die da zusammenkommen und die sie offensichtlich sehr
man muss es leider sagen, ziemlich clever gemacht haben in diesem Wahlkampf. Herr Blome, wir reden gleich über die AfD und wir kommen ganz später noch zu anderen Parteien. Trotzdem muss ich Ihnen eine Frage stellen. Sie wohnen noch in Kleinmachnow, oder? Ja. Haben die Grünen gewonnen? Was ist denn da bei Ihnen schiefgegangen? Das kann Sie nicht freuen. Haben die wirklich gewonnen? Ja, nein, das stärkste das Partei in Kleinmachnow sind die Grünen. Das Ergebnis ist annulliert worden und wird jetzt nochmal neu geschrieben von uns. Nein, ich weiß gar nicht, ist es wirklich so? Ja. Dann Zweitstimmen vielleicht. Ja. Also Erststimmen hat, glaube ich, der Kollege von der SPD aber gewonnen. Aber alle, die die Bild-Zeitung kennen, wissen, an Ihrer Stimme hat es nicht gelegen. Ich habe meine Stimme abgegeben, aber ich sage nicht für wen. Ja. Ihr Kommentar, den ich gerade vorgelesen hatte, der klingt ein bisschen nach, die Ostdeutschen haben Freiheit und wirtschaftlichen Aufschwung bekommen und jetzt sind sie undankbar und wählen uns unser Deutschland kaputt. Oder wie meinten Sie das? Also ja, so ein bisschen Undank, finde ich, hat es, obwohl es ich auch weiß, dass das keine politische Kategorie ist und das sagen auch alle Politiker selber, Dankbarkeit ist keine Kategorie. Und trotzdem ist es für mich ein großes politisches wie psychologisches Rätsel, wie jemand sich in irgendeiner Form in den Mief der DDR zurücksehnen kann, bei dem es irgendwie sicher war und toll und also alles ganz klar. Man wusste, wohin man gehen durfte, aber man wusste auch, was man nicht sagen durfte. Man wusste, dass man nicht studieren darf und nicht seinen Arbeitsplatz aussuchen darf auf dem freien Markt, wenn man bestimmte Dinge getan hatte oder eben nicht getan hatte. Also nicht, dass dieser Sicherheit, die ja letztlich sowas war wie Handschellen, zurückzusehnen, stellt mich vor ein Rätsel. Und die AfD, finde ich, trotzdem ist eine Ostpartei, weil sie genau mit dem Ding spielt, anti-westlich, pro-russisch. Das war doch alles nicht so schlimm und der Putin ist gar nicht so ein schlimmer Geselle. Die CDU jetzt auch in Sachsen. Selbst die CDU musste darauf einzahlen, um sich zu retten, offenkundig, in Sachsen zumindest. Überraschend bis schlimm, finde ich. Aber die spielt mit den 3, 4, wenn man das sagen darf, Minderwertigkeitskomplexen oder überhaupt nur Komplexen in einem Teil der ostdeutschen Bevölkerung so perfekt, dass die Linkspartei halbiert worden ist, die das vorher bedient hat. So. Von unseren Besten kennt natürlich die Ostdeutschen, tut mir leid, dass sie das den halben Abend jetzt machen müssen, Jana Simon, aber ich habe sie nicht... Ja, deswegen nicht, bin ich, glaube ich, hier, ne? Also. Ich habe jetzt vor allem nicht umsonst den Nikolaus Blome gesetzt, weil ich dachte, da gibt es sicherlich die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Ist es so, dass man sich diesen ostdeutschen Mief zurückwünscht oder wie erklären Sie sich das? Naja, also die Frage ist ja tatsächlich ein bisschen naiv. Natürlich, ja, er hat's ja gesagt. Natürlich wünscht sich niemand den ostdeutschen Mief zurück. Also das, glaube ich, ist wirklich... Also da bin ich immer nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also niemand wünscht sich den schwarzen Minderheit Kanal und die SED zurück. Aber oder Herrn Honecker. Also das als Mehrheit, glaube ich, das nur. Nein, Mehrheit ist das nicht. Es ist ein Biotop. Wie erklären Sie sich denn dann, dass die AfD in Westdeutschland auch so stark ist? Wo kommt es denn dann sie daher? Sie ist aber nicht so stark. Sie ist aber doch in allen Landtagen. Ja, das stimmt. Naja. Aber mit ganz anderen Ergebnissen. Also... Wenn ich die Frage zurückgeben darf, damit wir hier schön Ping-Pong spielen dürfen. Es gibt abgehängte Gebiete im Osten, keine Frage. Kein Bus mehr, kein Handynetz, keine Schule mehr, was der Kollege da alles sagte. Das stimmt, diese Art Gebiete gibt es. Und vielleicht hat man auch zu lange nicht richtig hingeschaut und zu spät jetzt was dagegen unternommen. Diese Gebiete gibt es aber auch im Westen. Im Hunsrück, in der Eifel, im Emsland. Nur da wählen die so 6-10% AfD und im Osten 30-40%. So, und das muss jetzt mal einer erklären. Ich glaube, bei der AfD ist es so... 19% in Deggendorf. Jetzt kommt Jakob Augstein. Nein, ja? Nur, ich will nur sagen, 19% in Deggendorf und 16% in Heilbronn. Heilbronn ist total sehr wohlhabende Stadt. Und, mir ging es jetzt wirklich um die abgehängten Gebiete und nicht die reichen Gebiete, die aus Überdruss und ich weiß nicht wie viel, zu viel Geld offenkundig. Heilbronn ist mit die einkommensstärkste Pro-Kopf-Kommune in Deutschland und wählt trotzdem AfD bei der Landtagswahl Baden-Württemberg. Darf ich mal kurz was fragen? Nein. Doch. Nein. Mal ganz kurz. Nein. Ich hab ja Nikolaus Blome extra auf das zwischen Sie gesetzt, damit er von beiden Seiten angesehen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt weitermachen wollten, aber bevor Sie weitermachen, wollte ich mal eine Sache fragen. Da ist jetzt also diese Partei, die haben jetzt annähernd ein Viertel der Stimmen in diesen Bundesländern bekommen, mehr oder weniger. Und jetzt haben Sie lauter Journalisten eingeladen, von denen Sie wissen, dass sie alle gegen die AfD sind und auch gegen die AfD schreiben. Und ich weiß nicht, ob das so clever ist, ehrlich gesagt. Wen hätten Sie denn eingeladen als AfD-Sympathisanten? Wir haben tatsächlich drüber nachgedacht. Nee, ja, was heißt schon Sympathisant? Viele Leute sagen ja, Journalisten sollen irgendwie neutral sein. Jeder weiß aber, dass das nicht stimmt. Ja, es ist vor allem ein, um das auch nochmal zu erklären, es ist ein Kommentatoren-Talk und der Kommentar ist ja eine journalistische Form, in dem man eine Meinung sagt. Deswegen wäre es jetzt sehr schwierig, wenn jetzt hier 5 Menschen sitzen würden, die keine Meinung hätten. Ich finde nur, in dieser Situation... Sendungen dekonstruiert in der zweiten Minute. Das macht er immer, er macht das immer. Insofern, naja, aber es kann, ist doch eine komische... Ich meine... Das ist ja hier zur Hälfte ein Satireformat, dabei ist ja die Situation, in der wir sind, gar nicht so lustig.
Und ich frage Sie nur, warum haben Sie das gemacht? Warum laden Sie lauter Leute ein, die im Prinzip jetzt analysieren, wie wir alle die AfD wieder loswerden, in einer Situation, wo ein Viertel der Leute im Osten gerade die AfD gewählt hat, um Leuten wie uns zu signalisieren, ihr nehmt uns offenbar nicht genug wahr. Das checke ich einfach nicht, weil wenn ich jetzt ein AfD-Mensch wäre, würde ich auf diese Veranstaltung hier verweisen und sagen, ey, ihr müsst uns noch mehr wählen, weil die haben es halt immer noch nicht begriffen. Ja, also ich habe ja mit dieser Veranstaltung nicht das Ziel, dass irgendjemand zu irgendeiner Wahlentscheidung gedrängt wird. Ich bin ja hier nicht als Pädagoge unterwegs, der Menschen sagt, was sie wählen sollen. Wir analysieren eine politische Situation und ich habe bei den beiden hier zum Beispiel gerade schon gemerkt, ich zeige gerade fürs Radio auf Jana Simon und Nikolaus Blome, dass es da unterschiedliche Analysen gibt, warum diese Partei so stark ist. Und das finde ich, darüber kann man sich unterhalten, ohne dass jetzt jemand hier ist, der großer Sympathisant ist. Aber Herr Augstein, wenn Sie jemanden haben, dann wechsle ich den Platz da hinten aus. Also Ich finde ehrlich gesagt das auch gegenüber Nikolaus Blome jetzt nicht ganz gerecht. Ich würde ihm nicht unterstellen, AfD-Freund zu sein, aber die Bild-Zeitung hat in den letzten Wochen schon einiges getan, um der AfD aufs Pferd zu helfen. Und ich finde es nicht fair, wenn Sie jetzt sagen, wir haben gar nichts gemacht. Das ist jetzt aber wirklich. Das ist schön über die Bande. Ich wüsste jetzt nicht genau, was wir getan haben, um der AfD auf die... Dafür reicht nicht mal diese lange Sendezeit. Nee, das glaube ich im Ernst nicht. Sie glauben, dass immer, wenn es über Dinge beschrieben wird, muss ich jetzt leider unterstellen, über Dinge geschrieben wird, die Thema, der auch bei der AfD werden oder geworden sind, das dann automatisch zuträgt. Ich glaube übrigens, dass jene Zeitungen einen Fehler gemacht haben, die zu lange, zu wenig über jene Themen geschrieben haben, die der AfD heute so zutragen. Und bin dann ausnahmsweise bei Jakob Augstein, da haben Leute deutlich zu wenig zugehört. Und zu denen zählen wir Medien und die Bild-Zeitung vielleicht ein bisschen weniger als andere eben auch. Ja? Und wenn es um abgehängte Gebiete geht, oder die banale Frage, wieso seid ihr eigentlich gegen Fremde? Ihr habt doch gar keine Zuwanderung bzw. gar keine Flüchtlinge. Da standen dann alle immer vor und sagten, die Ossis müssen offenkundig spinnen, dass sie gegen Fremde und gegen Zuwanderung sind, weil sie doch gar keine bekommen haben, also ganz wenig Flüchtlinge nur zugeteilt bekommen haben. Und die Antwort der Ostdeutschen, wenn sie da hinfahren und fragen, lautet, und so soll es auch bleiben. Und damit müssen sie umgehen. Auch, ja? Das wäre nicht das Beispiel gewesen, das ich genannt hätte. Nein, das aber das haben Sie jetzt Beispiel. Sehr schön erklärt. Ich wollte, bei Jakob Augstein war ich es bisher gewöhnt, deswegen laden wir ihn eigentlich auch nur einmal im Jahr ungefähr ein, dass er normalerweise Fragen nicht beantwortet und sagt, die viel spannendere Frage ist. Dass er die ganze Sendung in Frage stellt, hatten wir auch noch nicht, aber da gibt es ja sicherlich Steigerungspotenzial. Ich versuche es trotzdem mal mit einer Frage an Jakob Augstein. Nahezu jeder Kommentator und Politiker sagte gestern, dass natürlich nicht alle AfD-Wähler Nazis seien. Bei Ihnen klingt das manchmal ein bisschen so, Herr Augstein. Frustriert man diese Wähler aber nicht noch mehr, wenn sie auch von Medien pauschal als Nazis bezeichnet werden? Die mögen die Frage nicht, ich weiß. Interessante Frage. Spannender wäre aber zu sagen, nein. Nein. Also, ich finde, dass man diese Leute ruhig Nazis nennen sollte, denn die Partei, die sie wählen, halte ich, wobei Nazi ist jetzt ein umgangssprachlicher Begriff, ja, das ist jetzt keine physikalische, naturwissenschaftliche Definition. Für mich ist es umgangssprachlich eine Nazi-Partei. Leute, die so eine Partei wählen, müssen sich gefallen lassen, Nazis genannt zu werden. Punkt. Ende der Durchsage. Danach kann man dann allerdings natürlich darüber reden. Danach sollte man dann allerdings darüber anfangen zu sprechen, was meint man eigentlich damit und was heißt das? Und ich habe inzwischen so ein bisschen das Gefühl, wir sind so, deshalb nehmen Sie mir das nicht übel, ich wollte jetzt Sie nicht ärgern. Ich finde es nur problematisch. Nee, Sie ärgern mich immer. Also ich finde es nur problematisch. Es hat so ein bisschen was Unpolitisches. Unser Umgang mit der AfD ist unpolitisch, weil wir alle sagen, oh, die sind irgendwie eklig und schmutzig und wie werden wir die jetzt wieder los? Anstatt sie als das anzuerkennen, was sie sind, nämlich ein Symptom für irgendwelche echten Probleme. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass in so einer Demokratie nur dann eine Partei erfolgreich ist, und das sind die ja, wenn sie wirklich etwas adressieren. Das ist ja kein Unfall, das ist ja keine Infektionskrankheit, die man jetzt irgendwie behandeln muss, sondern da liegt irgendetwas vor. Und alle Debatten, und ich meine, jetzt eben wurde auch gesagt, ja, die haben geschickt irgendwas adressiert. Ja, das ist ihr Job als Politiker. Ich meine, was heißt schon geschickt oder clever? Dann kommen so Adjektive, wo man sagt, in anderen Fällen hätte man gesagt, die machen gute Politik, wenn sie halt offenbar den Wählern das Gefühl vermitteln, ich bin mit meinen Sorgen bei denen an der richtigen Adresse. Also die inhaltliche Auseinandersetzung fehlt mir und wir haben zu viel moralische Verurteilung. Ja, dann...
Aber das Interessante daran ist ja, dass die inhaltliche Auseinandersetzung unterstellt oder hätte zur Bedingung, muss man ja sagen, sowas wie ein gemeinsames Fundament, angefangen bei Zahlen und Fakten. Also es gibt die abgehängten Gebiete und dass da jemand sauer ist und Protest wählt in der Hoffnung, dann wacht die Politik auf und macht was, geschenkt. Und dafür hat die AfD an manchen Ecken auch einen Punkt. Das waren Leute, die haben früher Linkspartei gewählt als Protest, nichts ist passiert, jetzt wählen sie AfD und schon tanzt ganz Deutschland um den Osten rum. Also so gesehen war das, ist das ein rationaler Teil. Aber andere Sachen, die den Leuten eingeredet werden, also ihr seid komplett, der Westen schaut nur auf euch herab, ihr verdient die Hälfte nur, eure Arbeitslosigkeit ist ja immer noch doppelt so hoch, etc., etc. Also das stimmt alles nicht, das ist eine beispiellose Aufholgeschichte aus den Trümmern, die der Sozialismus in der DDR hinterlassen hat. Und die Umwelt zählt übrigens dazu. Und trotzdem sind die Leute sauer. Also an der Macht sind sie doch überhaupt kaum mit beteiligt. Also naja, es gibt drei halt Leute, die in den DAX-Vorständen sitzen. Es gibt überhaupt kein einziges DAX-Unternehmen in Ostdeutschland. Also das ist immer so diese Erfolgsgeschichte. Aber in der Eifel gibt es auch kein DAX-Unternehmen. Und im Hunsrück auch nicht. Und im Bayerischen Wald auch nicht. Westdeutschland natürlich schon. Also ja, das ist aber auch ein bisschen so größer. Also na gut, also wenn die einen kleiner sind, dann dürfen sie nichts haben, weil die anderen größer sind. Nein, also aber es gibt aber auch kein Anrecht auf paritätische Verteilung von DAX-Unternehmen. Unternehmen oder von Vorstandsposten. Nein, aber es gibt natürlich ein Anrecht darauf, auch an Macht mit teilzuhaben. Und das ist nun mal, wirtschaftliche Macht setzt sich also daraus ja auch zusammen, dass auch ostdeutsche Vertreter da mit drin sind. Und das sind sie immer noch sehr wenig. Das muss man einfach sagen. Und Sie glauben, also wenn es jetzt genug DAX-Vorstände gäbe und ein, zwei Ansiedlungen, dann würden die Leute nicht mehr AfD wählen? Das glaube ich nicht. Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Aber es wäre natürlich ein Anfang, wenn da mal eine Art von Gleichberechtigung herrschen würde. Und inzwischen gibt es doch genug Leute, die es könnten. Und wieso zum Beispiel sitze dann an so einem Abend auch nur ich hier? Also sozusagen genau, und auch da sozusagen ja auch so ein bisschen mit so einem kleinen, wir müssen da glaube ich noch eine Ostdeutsche einladen. Das zeigt ja auch schon ein bisschen was. Im Gegensatz zu Jakob Augstein hat sie mir das nicht erst auf der Bühne gesagt, sondern schon vorher. da hatten wir auch drüber gesprochen. Naja, und genau darüber hatten wir gesprochen, da bilden wir natürlich was ab. Wir versuchen... das muss ich ganz kurz erklären. Sie können gleich was dazu sagen. Aber wir versuchen hier führende Journalistinnen und Journalisten aus der Hauptstadt einzuladen. Kaum einer von denen ist in Berlin geboren. Ich bin vermutlich der Einzige hier auf der Bühne, der in Berlin geboren ist. Und dann guckt man, wo kommen diese führenden Journalistinnen und Journalisten her? Und sie kommen tatsächlich fast alle aus dem Westen. Wir sind 80 Millionen Leute, etwas mehr als 80 Millionen. Da sitzen hier 5 Leute. Wie viel müssten die 17 Millionen als Vertretung auf dieser Bühne haben? Aber normalerweise ist es ein Fünftel. Oh, es ist genau ein Fünftel. Ja, aber normalerweise. Ja, dann ist das hier total. Zur Freude. Mal Treffer versenkt, Herr Kollege. Das sagt er ganz selten. Aber der Konter ging so ein bisschen unter, sonst sitzt hier kein Ostdeutscher. Nee, das war das erste Mal. Sonst sitzt hier doch kein Ostdeutscher. Wie? Sonst sitzt hier kein Ostdeutscher. Achso, ja gut, dann ändern Sie das mal. Machen Sie mal was. Ja, ich weiß auch schon, wen ich austausche. Ja, gut. Gottes Willen. Viele werden sich erinnern, Markus Feldenkirchen vom Spiegel ist heute auch da. Happy Birthday to you. Die AfD macht... Mir passt das sehr gut. Ich meditiere seit neuestem immer abends um 7:30 und kann das inzwischen auch bei offenen Augen. Insofern. Jakob Augstein wehrte sich gegen die Formulierung, dass das haben die clever gemacht oder so, sondern wenn jemand, eine andere Partei, wenn die ein Viertel der Wähler hinter sich versammeln kann, dann haben die etwas richtig gut gemacht, möglicherweise sogar gute Politik. Was hat denn die AfD an guter Politik nach Ihrer Einschätzung gemacht? Die müssen ja gar keine Politik machen. Politik ist für mich immer noch dann, wenn man in der Verantwortung auch tatsächlich versucht, etwas umzusetzen und zu gestalten. Da lässt man sie ja nicht rein. Bisher waren sie auch noch nicht in der Nähe. Jetzt lässt man sie nicht rein. Ich glaube, dass sie das populistische Geschäft sehr, sehr gut beherrschen. Das heißt, das ist ja nicht, was sie kritisieren, aufnehmen, übersteigert, dann in Kampagnen rüberbringen. Es ist ja nicht so, dass es da nicht immer ein Nukleus gäbe, also nicht ein Problem. Und dann wird halt ein Schuldiger manchmal dafür gesucht, der es in Wahrheit gar nicht ist. Es wird wahnsinnig übertrieben. Zwei gesellschaftliche Gruppen werden gegeneinander ausgespielt.
Und damit erreicht man natürlich heutzutage mehr Leute, als das vielleicht in anderen Zeiten der Fall war, wo es tatsächlich nur noch um die zugespitzten Überschriften geht. Ich glaube allerdings, dass alle Versuche, die eine Erklärung für den Erfolg der AfD zu finden, völliger Quatsch ist. Das zeigt jetzt auch die ganzen Statistiken rund um diese Wahl. Hab mir da ein paar Mal angeschaut. Es heißt zum Beispiel immer, ja, die ganzen Ostdeutschen, die darunter leiden mussten, dass ihr ökonomisches Leben auch so durcheinandergewirbelt wurde und Biografien zerstört wurden. Die Älteren in Ostdeutschland, auf die das zutrifft, gehören gar nicht zu denen, die in hoher Zahl AfD gewählt haben. Es sind eher die Altersgruppe so ab 24 bis 50. Das ist die stärkste Gruppe der AfD-Wähler. Oder auch 24 bis 34 ist, glaube ich, so die allerstärkste. Und die hat jetzt überhaupt keine Umbruchserfahrung im eigenen Leben, vielleicht bei den Eltern. Dann der oft zitierte böse weiße alte Mann. Auch nicht. Gäbe es die Rentner nicht in Ostdeutschland, hätten SPD und CDU gar keine Chance gehabt. Dann heißt es, es sind die ökonomisch Abgehängten. Ja, in Teilen auch. Aber es gibt auch eine Mittelschicht, sowohl im Westen, der eine oder andere Wahlkreis, der eben genannt wurde, ist ein Beispiel dafür, aber auch in Ostdeutschland, Mittelständler, die AfD wählen. Das heißt, alle Versuche, das jetzt auf eine Sache runterzubrechen, das waren auch die Reaktionen der anderen Parteien heute so, da sagt Herr Stegner zum Beispiel, ja, hätten wir die Grundrente schon vorher eingeführt, hätten wir jetzt die AfD doch um einiges runtergedrückt. Das ist totaler Quatsch, das also auf ein oder zwei Bereiche zu reduzieren. Man muss sich, glaube ich, die Mühe machen, die AfD als Gesamtphänomen zu sehen, auch nicht nur in Ostdeutschland. Und dann kann man vielleicht nach Jahren des Überdenkens, auch der gesellschaftlichen Analyse, irgendwann Politik machen, dass diese Partei, die zum Teil wirklich von Kriminellen geführt wird, einfach nicht mehr so attraktiv ist für die Leute. Bettina Gauss von der Taz. Also ich komme noch mal zurück auf diese Frage, ob es legitim ist, von cleverem Wahlkampf zu sprechen oder von einer cleveren Themenbesetzung. Ich habe darüber nachgedacht und ich finde es, als die Diskussion hier lief, finde es eigentlich legitim. Wir reden ja auch davon, dass Leute oder Parteien dämliche Politik machen oder einen dämlichen Wahlkampf führen. Mir würden da sogar Beispiele einfallen. Und ich finde, wenn wir nochmal auf die ganz ursprüngliche Ausgangsfrage zurückkommen, was das erste Gefühl war und warum so viele erleichtert waren, dann finde ich auch die Entscheidung der trotz allem noch immer überwältigenden Mehrheit clever. Also es hat, glaube ich, selten bei Landtagswahlen ein so taktisches Wahlverhalten gegeben. Darunter haben ja auch sowohl die Grünen wie die Linke, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, wie die Linke, wie die FDP zu leiden gehabt. Es hat tatsächlich eine Wahlentscheidung stattgefunden zwischen, wir wollen irgendwie die jeweils stärksten Parteien behalten an der Regierung, damit es möglich ist, eine Koalition zu bilden ohne die AfD. Das finde ich ein ziemlich ausgeruhtes, cleveres Wahlverhalten von einer ziemlich großen Gruppe von Leuten. Insofern, das ist ja nicht etwas, was nun prinzipiell verwerflich ist, Leuten zu unterstellen, dass sie auch nachdenken. Und natürlich hat die AfD auch nachgedacht über die Themen, die sie setzt, und ist zu betrüblichen Ergebnissen gekommen. Ich habe letztens ein recht lustiges Video gesehen. Da war Fabian Köster von der Heute-Show in Brandenburg unterwegs. Und auf einer Kahnfahrt machte er mit recht sympathischen Leuten ein Brandenburg-Quiz und fragte, wie hoch ist der Ausländeranteil in Brandenburg? Drei Antworten gab es. Eine Dame antwortete, ich schätze mal 45%. Die zweite sagte 10% und dann mischte sich noch so ein junger Mann ein und sagte, nee, ich schätze momentan sind das 35%. Die richtige Lösung ist 4,7% Ausländeranteil in Brandenburg. Da halten Menschen, oder da hatten Menschen eigentlich ein Gefühl, dass das nichts mit Fakten zu tun hat. Wie kann man in politischen Auseinandersetzungen wieder vom Gefühl zu den Fakten zurückkommen? Vielleicht Frau Simon. Also mein Eindruck ist, also ich habe jetzt wirklich die letzten Jahre sehr viel mich mit AfD-Wählern beschäftigt und war da sehr viel unterwegs, ist, dass zum Beispiel eine Zeitung wie die Zeit, bei der ich arbeite, eigentlich diese Menschen gar nicht mehr erreicht. Weil sie lesen weder den Spiegel noch die Zeit noch
überhaupt einer dieser Medien, vielleicht noch Bild manchmal, ehrlich gesagt. Aber sozusagen, wir erreichen sie eigentlich nicht mehr. Und das ist das große Problem. Sie sind eigentlich die ganze Zeit wirklich nur in ihrem eigenen Resonanzraum unterwegs. Und da kursieren natürlich komplett andere Nachrichten. Und ab und zu kommt dann mal doch noch eine andere Nachricht da rein, aber die schafft es gar nicht mehr. Ja, also sozusagen gegen dieses Grundrauschen, was da ist und wo sich auch jeder die ganze Zeit bestätigt, habe ich das Gefühl, also ich wurde auch immer so als die, naja, jetzt kommt wieder diese bürgerliche Journalistin da daher und also die lesen dann, also mir war auch klar, wahrscheinlich zum Teil wird es dann auch gar nicht gelesen, was ich da schreibe. Also im Prinzip hatte ich das Gefühl, ich selber schreibe eigentlich auch nur noch für meinen eigenen Resonanzraum. Ja, und mir war die ganze Zeit nicht klar, wie kriege ich eigentlich noch hin, dass die vielleicht auch mal wieder lesen, was ich oder auch die anderen Kollegen hier schreibe und wie kann man die eigentlich erreichen? Und das ist mir, also das ist eigentlich meine größte Frage heute, wie kommt man eigentlich noch an die ran? Nikolaus Blome möchte was dazu sagen und Jakob Augstein hat irgendwelche Schmerzen, während Sie das gesagt haben. Ja. Ich glaube, es ist noch nicht mal das Problem, oder andersrum, das Problem ist größer als nur jedem Einzelnen, der sich da so absichtsvoll oder wie auch immer irrt, die richtige Zahl auf die Stirn zu nageln. Das könnte man ja noch irgendwie herbeiführen, aber der entscheidende Punkt ist, dass diese Art Leute sagen, naja, und selbst wenn es nur 4% sind, es soll nicht so werden wie im Westen. Es soll nicht so werden wie in Neukölln oder Duisburg-Marxloh, wo die Integration nicht klappt. Und dann können die Leute wirklich ganz in Ruhe und zum Teil total verständlich erklären, dass sie das einfach nicht haben wollen. Und darum diese Form von Zuwanderung nicht haben wollen, völlig unabhängig von der Frage, wie viel Fremde oder Ausländeranteil es de facto wirklich gibt. Und wie gehen Sie mit der Frage um? Also wie öffnen Sie einen Landstrich für zum Beispiel den Umstand, dass Brandenburg nicht weiter wachsen wird ökonomisch, wenn es nicht Zuwanderung bekommt? Und das meint jetzt nicht so sehr Zuwanderung aus Baden-Württemberg, sondern wirklich Zuwanderung aus fremden Ländern. Bettina Gauss und Jakob Augstein. Ich finde es nämlich, weil ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich nicht auch mich in die Phalanx derer einreihen würde, die jetzt die Moderation kritisieren. Ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied, ob man die Themen, ob man die Wählerinnen und Wähler der AfD ernst nimmt oder auch feststellt, wo was im Argen liegt, oder ob man immer wieder über die Themen redet, die die AfD setzt. Ich fand es ziemlich eindrucksvoll in dieser Aufholjagd der letzten Wochen, wo auch die Ministerpräsidenten, die beiden, tatsächlich einen hohen Anteil hatten, mit einem sehr intensiv geführten Wahlkampf vor Ort. Die haben wirklich über landespolitische Themen geredet. Und das hieß, die SPD in Brandenburg hat 10% aufgeholt gegenüber den Umfragen ursprünglich. Das war ja offenbar ein Erfolg. Und worüber reden wir jetzt hier? Sofort wieder über die Ausländerfrage. Das war tatsächlich nicht das Thema. Das finde ich aber wirklich ein Problem. Das Thema war die Informationsblase, dass Menschen, also wenn da jemand, ich hätte jetzt den Ausländeranteil in Brandenburg auch nicht gewusst, und wenn da jemand sagt 10% und es sind 4,7 geschenkt, so genau kann aber man das nicht wissen. Aber es ist doch kein Zufall, aber wenn, wenn jemand, die Frage Nein, war. Aber wenn jemand denkt, es sind 45%, dann bewegt er sich offenbar in einer Blase. Ja, die Frage könnte auch bei ganz vielen anderen Themen gestellt werden. Und ich habe dieses Beispiel gesehen. Nur dieses Beispiel ist das Beispiel, das jedem sofort einfällt, wenn über die AfD geredet wird. Und ich würde mir eine Versachlichung, also ich fand wirklich eindrucksvoll an diesen Wahlkämpfen, dass es Landtagswahlkämpfe waren. Es war auch keine Abstimmung über die Große Koalition, nach meinem Eindruck, sondern es ging tatsächlich sehr stark am Schluss, nicht am Anfang, um landespolitische Themen. Und das finde ich ermutigend, dass das funktioniert hat. Jetzt ist aber Jakob Augstein dran. Also, wir reden jetzt ja über die AfD offensichtlich den ganzen Abend. Okay, können wir machen. Ja. Ich sagte ja bei der Begrüßung, dass wir anfänglich über die AfD reden nicht die ganze Abend. Also wir können das Thema ja auf zwei Gleisen angehen. Man kann sagen, wir reden über spezifische Probleme in Ostdeutschland und dann kann man sich die angucken, ja, dass dort das mittlere Einkommen deutlich niedriger ist, als war deutlich niedriger als im Westen und so. Also insofern das abgehängt, das stimmt schon. Für ganz viele Leute, außer der kurze Ausschnitt von den Menschen, der gesagt hat, Kita weg, Laden weg, Postamt weg, Polizeistation weg, ist halt Realität. Also wenn die Leute irgendwie was erwarten von ihrem Staat, werden sie halt in vielen Landstrichen dort sehr enttäuscht. Also man kann über die DDR reden, beziehungsweise die ehemalige DDR.
Oder man kann natürlich aber auch über das internationale Phänomen reden, dass diese neofaschistische Revolution oder dieser Aufstieg sozusagen rechtspopulistischer Parteien ja nun in der Tat kein ostdeutsches Phänomen ist, sondern dass wir das ja in fast allen Ländern des Westens haben und sogar auch noch darüber hinaus. Und dass die sich ja alle wahnsinnig ähnlich sind. Ich meine, die verstehen sich ja alle auch blendend und haben genau den gleichen Mindset, die Trumps, die Salvinis, die Boris Johnsons, Herr Gauland und so weiter. Die sind ja alle aus einem Holz geschnitzt. Und ich glaube, das Problem ist, und das stört mich manchmal bei den Debatten über die AfD, dass dann so gesagt wird, so, ich kann das gar nicht verstehen. Warum machen die denn das bloß? Wir haben doch jetzt so viel für sie getan. Und dann vergisst man aber, dass das sozusagen eine Großkrise ist. Eine Großkrise dieses angeblich westlichen, kapitalistischen, demokratischen Systems, was ja 89 gedacht hat, juppdidu, jetzt sind wir die Sieger der Geschichte, wir haben alles hinter uns, und dann aber feststellen musste, das stimmt offensichtlich so gar nicht. Die Leute verlieren massiv den Glauben in die Kraft der Politik, mit den Problemen umzugehen. Das ist ein Politikversagen, was wir sehen, und die AfD ist die Quittung. Und deshalb finde ich das so komisch, jetzt dann dem einzelnen Sachsen zu sagen, oh, du bist ein blöder Nazi. In Wahrheit macht der Mann mit seinem Kreuz den Daumen runter für ein System, von dem wir in Anführungsstrichen gedacht haben, es ist im grünen Bereich. Und darüber sollten wir viel mehr reden. Das traut sich aber keiner. Aber darüber könnte Nikolaus Blome was sagen, weil eigentlich ging der Vorwurf ja auch so ein bisschen an ihn. Zudem hat er ein starkes Organ und gleich werden hier wieder die Glocken läuten. Er ist deswegen, aber, was man im Radio nicht sieht, er ist wirklich behindert. Er hat diese komische Schiene hier und da sind so komische Zahlen drauf an den Klettverschlüssen, damit er weiß, in welcher Reihenfolge die zumacht. Ich habe heute ein bisschen Mitleid. Das sind die Lottozahlen vom kommenden Wochenende. Und aber diese Ratlosigkeit, die Jakob Augstein gerade kritisiert hat, die haben Sie ja zum Ausdruck gebracht. Wieso wählen die so? Absolut. Weil ich nicht glaube, oder weil ich mich nicht anschließe bei der Prämisse, das ist ein großes, wie soll man sagen, Systemversagen des Kapitalismus, um das Lieblingswort des Kollegen zu benutzen, oder ein großes Systemversagen der Demokratie. Ich glaube, es ist in vielen Punkten einfach eine Bereitschaft zur Irrationalität, die aber nichts mit der, oder wenig, nur in Teilen nur etwas zu tun hat mit dem konkreten Versagen einer konkreten Politik in bestimmten Landstrichen oder in bestimmten Themen. Also ich kann daran jetzt nicht, zumindest ich kann keinen Grund erkennen, warum jemand in Sachsen sagen soll, ich finde die Demokratie doof. Dafür gibt es keinen realen Grund. Es gibt übrigens auch keinen realen Grund, warum er sagen soll, der Kapitalismus als solcher ist doof und ich hätte ihn gern abgeschafft. Denn, sagen wir so, das, was das andere System dazu vor angerichtet hat, das haben diese Leute ja alle noch gesehen oder zumindest erzählt bekommen haben. Ich frage mich, wonach man sich in Bitterfeld zurücksehnen kann. Dass man sich in dem See spiegeln konnte, weil der voll Silber war? Wonach sehnt sich jemand zurück, Quatsch, wenn er sagt, stopp, zurück. Moment, machen doch. Sie sich doch nicht lustig über die Leute. Niemand sehnt sich zurück. Ich mache mich einmal ganz kurz, warum denken Sie denn immer, dass die sich zurücksehen? Das ist wirklich eine Polemik. Ich hab das so formuliert, weil Jakob Augstein sagt, Sie lehnen das System ab, das es derzeit gibt. Das besteht aus Kapitalismus und Demokratie. Wenn Sie das nicht mehr wollen, dann bleibt nicht mehr so rasend viel außer Planwirtschaft und Sozialismus. Was außer Sozialismus? Was denn? Also ich meine, was jetzt genau, Frau Gauck? Die AfD ist keine sozialistische Weg. Die AfD ist keine kernsozialistische Partei. Also jetzt so zu tun, als sei die einzige Alternative zu der Art des Kapitalismus, die wir heute erleben, der Sozialismus, den es seinerzeit in der DDR gegeben hat, und als ob praktisch, das ist ja der Zirkelschluss, den man daraus schließen muss, dass alle Leute, die die AfD wählen, sich in Wahrheit nach der DDR zurücksehnen, das finde ich eine Gleichsetzung von dem, wofür die AfD steht, mit dem, wofür ehemals die DDR stand. Die stimmt sowas von hinten und vorne nicht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich glaube, jetzt haben Sie den Falschen adressiert. Es war Jakob Augstein, der sagte, es ist eine Systemkritik. Ja? Und nicht ich. Ich habe gesagt, ich kann nicht glauben, dass das eine Ablehnung von Kapitalismus und Demokratie ist. Na, Sie haben ja doch gesagt, wonach kann man sich denn zurücksehen und warum? Ja. Sie verstehen nicht, warum sich die Leute zurücksehen. Nikolaus Blome hat eine Stunde gebraucht, um den Saal gegen sich aufzubringen. Das ist aber länger gedauert als sonst. Das ist aber länger als sonst. Ja, genau. Und die ersten Gäste nutzen auch die Florian Schröder-Pinkelpause. Ja, genau. Es ist kurz nach 20 Uhr und ich möchte auch Jakob Augstein entgegenkommen. Das war aber ohnehin so geplant. Verlassen wir jetzt die AfD, auch wenn wir sie immer
immer wieder streifen werden. Gucken wir mal rein, was sonst rund um diese Wahl passiert ist und hören auch rein. Bei den Grünen gibt es große Freude nach den Landtagswahlen. Wir sind zweistellig. Da denkt sich die AfD, ja, wir auch. Und haben sogar ihr bestes Ergebnis jemals bei einer Landtagswahl eingefahren. Trotzdem sieht es so aus, dass die CDU in Sachsen ihr oberstes Ziel, Michael Kretschmer soll Ministerpräsident bleiben, erreicht hat. Und auch in Potsdam kann Dietmar Woidke mit der SPD wohl weiter regieren. Aber die Frage ist doch, mit wem können Woidke und Kretschmer jetzt eine Koalition bilden? Denn für eine Fortsetzung ihrer bisherigen Konstellationen reicht es in beiden Ländern nicht. Und da wären wir wieder bei den Grünen. Also, wenn man sich eine Koalition backen könnte, würde sicherlich nicht die CDU auf die Idee kommen, mit den Grünen zu reden und die Grünen auch nicht mit der CDU. Aber so ist die Welt nun mal nicht mehr. In Sachsen bleibt die Lage jedenfalls spannend. Die AfD kommt nach ihrem Landeslistendebakel wahrscheinlich auf 8 Mandate mehr als gedacht. Ob das Gedankenspiel mit den Neuwahlen damit wohl vom Tisch ist? Einer bleibt auf jeden Fall gelassen, nämlich die sächsische SPD. Wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband. Wenn der Wähler das doch nur vor der Wahl gewusst hätte. Dieser Clown wird von Steuergeld bezahlt. Bitte? Dieser Clown wird von Steuergeld bezahlt. Der findet es echt toll, seine Partei voll an die Wand zu setzen und hinterher zu sagen, boah, war das cool. Und es ist fast nichts übergeblieben. Und meine Lieblingsüberschrift am gestrigen Tage wäre eigentlich gewesen, SPD sicher im Landtag. Es ist halt, trotzdem fand ich es unterhaltsamer, als Ralf Stegner mit nach unten gezogenen Mundwinkeln da gerade zu sehen. Also, ja, aber Sie können auch Ihrem eigenen Exitus beiwohnen. Olaf Scholz hat gesagt, die SPD kann noch Wahlen gewinnen. Olaf Scholz hat das, glaube ich, gesagt. Ja. Ich würde gerne am Anfang mal über die Linke reden, die ehemalige Ostpartei, die in Brandenburg und Sachsen auf jeweils nur 10,5% gekommen ist. Was macht die Linke denn falsch, Markus Feldenkirchen? Sarah Wagenknecht ist weg. Sie ist ja noch Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Ja, aber mit ihrem Rückzug ist das Momentum weg und sogar die Hoffnung, dass sie mal auch vielleicht in einer Regierungsbeteiligung im Bund etwas zu sagen hat. Außerdem die wirklich pointierteste Talkshow-Vertreterin. Man kann ja ihre Thesen für absolut krude halten, aber die Frau weiß wirklich, wie sie ihre Botschaften rüberbringt. Und das kann kein anderer des Spitzenpersonals der Linken. Wo Sie gerade Sarah Wagenknecht erwähnen, die noch Fraktionsvorsitzende postete gestern um kurz nach 18 Uhr auf ihrer Facebook-Seite unter anderem Folgendes. Wenn wir von den Menschen als grün-liberale Lifestyle-Partei statt als ihre Stimme wahrgenommen werden, wenn sie das Gefühl bekommen, dass wir auf sie herabsehen, weil sie nicht den hippen Großstadtcode beherrschen, dann ist es nur normal, dass sie sich von uns abwenden. Hat also die Linkspartei ohne Sarah Wagenknecht die Bodenhaftung verloren? Na, das war übrigens, hätte auch aus einer privaten E-Mail an Katja Kipping stammen können, weil das sind genau die Antagonismen in der Parteiführung. Die Partei hat wirklich Jahre unter diesem Richtungsstreit, hinter dem sich auch ein Milieu, unterschiedliches Milieu, die sie adressieren wollen, verbirgt, gelitten. Dann hat Kipping quasi die größere Ausdauer gehabt. Wagenknecht hat sich dann zurückgezogen oder ihren Rücktritt angekündigt. Und das ist sehr, sehr spannend. Das sieht man ja auch auf europäischer Ebene, wie die Linke darum streitet, für wen wollen wir eigentlich Politik machen? Eben das Kipping-Milieu, die aus der Großstadt, die sich mehr für Umweltthemen und für grenzenlose Toleranz gegenüber Minderheiten kümmern, oder aber, sagen wir mal, eher der Sozialismus in nationalen Grenzen denkende Teil der Linkspartei, für die niemand anders so stehen wie Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine. Und diesen Richtungsstreit hat sie offenkundig verloren, vorerst zumindest. Das war jetzt eine böse Nachabrechnung, die rein auf die Konkurrentin abzielte. Aber ich glaube, je tiefer die Linke sinkt bei Wahlen in Umfragen, desto größer ist dann auch die Chance wieder für ein strahlendes Comeback von Sarah Wagenknecht. Ja, der Kollege hat recht. Die kleinen Leute sind stiften gegangen. Nikolaus Blume. Und die einzige Partei, glaube ich, doch, ich bin fast sicher, die einzige Partei, die in den beiden Landtagswahlkämpfen gesagt hat, den Kohletagebergbau machen wir nicht zu. Wir machen das einfach nicht. Und das mit der Umwelt, das ist jetzt, also das gibt's gar nicht, das mit der Erderwärmung oder zumindest nicht so dolle. Und ob wir hier die Kohlebergwerke, die Kohletagebaue zumachen oder nicht, sowieso egal, die bleiben da und die Arbeitsplätze auch. Das hat früher die Linkspartei gesagt, das macht sie jetzt nicht mehr, weil sie meinetwegen irgendwie mit andocken will bei den Grünen.
Und darum sind die kleinen Leute weggelaufen, die, in Anführungsstrichen kleinen Leute. Die ganz normalen Leute, die da ihre Jobs haben, das sind, glaube ich, in Summe 20.000. Und was drumherum ist, ist dann wirklich ein echter Ballen von Arbeitsplätzen. Und wenn es nur noch eine Partei gibt, die sagt, wir schützen deinen Arbeitsplatz und der Rest ist uns egal, dann werden die halt gewählt. Jakob Augstein, Sie haben es gemerkt, ich habe versucht, die AfD zu verlassen und Nikolaus Blome kommt wieder zurück. Aber Sie haben sich bei der, ja, aber das ist doch, bei den Aussagen von halt Markus Heldenkirchen gerade Notizen gemacht. Das sind der austauschbare Milieus. Es ist doch richtig, wenn man in den 90er Jahren im Osten unterwegs war und bei PDS Bezirks, also der Vorläuferpartei der Linken, bei Bezirkstagungen oder sowas gesessen hat, hatte man nachher nicht das Gefühl, dass das lauter Linke sind, die da sitzen. Also wirklich nicht. Also das ist ein großes Missverständnis, kann ich nur sagen. Das waren gar keine Linken. Es war bei der PDS und bei der Linkspartei immer so, dass die Funktionäre deutlich linker waren als ihre Basis in der eigenen Partei und als die Wähler. Das heißt, die haben natürlich, deshalb habe ich mich auch immer über Springer so geärgert, über die Bild-Zeitung, Welt und so weiter, dass die immer so auf den Linken rumgehackt haben. Denn die haben natürlich den Job gemacht, diese ganzen Leute zu einzuhegen und aufzusammeln sozusagen und aufzusaugen und dafür zu sorgen, dass die keinen Unsinn machen, um es jetzt mal so zu sagen, da haben sie wirklich, das haben sie einfach nicht gecheckt, sie und ihre Kollegen, muss man echt sagen. Jetzt auch schon wieder Leitartikel Julian Reichelt, wo schon wieder AfD und Linksparteien einen Hut geworfen haben und man sagt so, sorry Typ, du hast es immer noch nicht gecheckt, bedank dich mal bei der Linkspartei, dass die nach der Wende diese ganzen Rechten und dieses ganze Protestpotenzial aufgesogen haben und zivilisiert haben, denn natürlich ist die Linkspartei im Verhältnis zur AfD eine durch und durch demokratische, zivilisierte Partei. Jetzt sozusagen, wo das nicht mehr gelingt, weil leider, finde ich, auch die Falschen in der Linkspartei das Ruder übernommen haben, zack, werden diese ganzen Leute freigesetzt. Das Pendel schwingt sozusagen vom demokratischen Sozialismus in den Faschismus. Und dann sieht man mal, was man hat. Also Sie hätten die mal unterstützen sollen. Also Sie ist immer Nikolaus Blome, den er direkt adressiert. Ja, oder man sieht, Sie haben, wie nah beide Stilformen beieinander sind. Die Linkspartei, bereuen Sie es im Nachhinein, Herr Blome, dass Sie so gegen die Linkspartei gewettert haben? Kein Stück. Nein, warum? Ich meine, richtig ist, wer die Bedürfnisse der ganz normalen Durchschnittsverdiener nicht adressiert, die Arbeitsplatzsorgen oder meinetwegen auch die Sorgen um die Sicherheit im öffentlichen Raum, ob man noch ins Freibad gehen kann oder nicht, ob man in der S-Bahn ordentlich fährt oder meinetwegen im Regionalzug, wenn man in die Fläche pendelt und so weiter. Wer das nicht adressiert, der wird nicht gewählt. Ja, und darum hat die CDU, die das ja das mal vertreten hat, in Sachsen zumindest, und dann irgendwann das nicht mehr so richtig im Griff hatte, da so brutal verloren über die Jahre. Und das ist ja nicht der erste Absturz, den es da gibt. Und ersetzt hat das inzwischen eine Partei, jetzt wollen wir nicht die ganze Zeit über die AfD reden, die das eben in einer Radikalität und Einfachheit und zum Teil auch wirklich fremdenfeindlich durchwirkt, besetzt, dass sie echt Schwierigkeiten haben, dazwischen zu kommen, wenn sie eigentlich eine normale Partei sind. Und die Linkspartei hat das eben auch nicht mehr geschafft. Die ist nicht mehr da für die kleinen Leute. Jakob Augstein, dass Sie sich gerade Notizen machen, es kommt demnächst die Frage, was Sie denn als Linker dann wählen sollen überhaupt zukünftig. Aber erstmal wollte Markus Feldenkirchen und Bettina Gauss wollte auch was dazu sagen. Bettina First. Und Jana Simon. Nee, dann da bitte, Sie sind die Neue. Sie sind die Neue, Sie dürfen alles. Ehrlich gesagt, ich höre jetzt mal zu. Sie wollte doch nicht. Also ich finde, mir sind diese Erklärungen alle zu kompliziert. Ich finde es, was die Linkspartei angeht, ich finde es relativ einfach. Zum einen gab es, wie gesagt, am Schluss diesen polarisierten Wahlkampf. Auf der einen Seite Stabilität bestehendes Wählen, auf der anderen Seite die AfD verhindern als eine Partei, an der man in der Regierung nicht mehr vorbeikommt, ist das eine. Worunter ja nicht nur die Linken gelitten haben. Die Freude der Grünen ist ja ein bisschen gespielt. Die hatten ja sich mehr erhofft. Und zum Zweiten glaube ich tatsächlich, die Linkspartei hat ja in den letzten Jahren an vielen Orten mitregiert. Und sowas führt zwangsläufig zu einer gewissen Entzauberung. Naja, also die hat natürlich nicht nur linke Politik gemacht. Ich darf mal auch in Berlin daran erinnern, ein Teil unseres Wohnungsproblems hat unter tätiger Mithilfe der Linken stattgefunden, als die hier an der Regierung gewesen sind. Das heißt, Entschuldigung, die Enttäuschung darüber, was es denn konkret bedeutet, wenn die Linkspartei mit am Ruder ist, die musste sich irgendwann auswirken. Und ich glaube, genau das ist jetzt passiert, mit diesen beiden Faktoren zusammengenommen. Was ich dennoch an dieser Argumentation nicht verstehe, wenn man auf die gestrige Wahl guckt, da war eine Linkspartei, die aus der Regierung kam in Brandenburg, bekommt 10,5%. Und in Sachsen kommt eine Linkspartei aus der Opposition und bekommt auch 10,5%. Ja. Also unabhängig davon, ob sie schlecht regiert hat oder nicht.
Es geht ja, ging ja meiner Meinung nach gar nicht um gut oder schlecht regieren in dem Fall, sondern es ging tatsächlich darum, die Ministerpräsidenten haben tatsächlich am Schluss ja wahnsinnig viel gewonnen. Das kann man gut oder schlecht finden, nur die waren diejenigen, die mit einem ungeheuren Aufholwahlkampf ihre Ziele letztlich erreicht haben. Natürlich haben die kleinen Parteien darunter gelitten. Fragen Sie Herrn Lindner, wie traurig der ist. Der ist seit vielen Monaten ziemlich traurig. Ja, und zu Recht. Ja. Ich meine, Markus Gelsenkirchen und dann Jana Simon. Eben wollte ich, da wollten Sie nicht. Jetzt also. Der Verweis auf die Beteiligung der Linken in Berlin am Verkauf von unzähligen Sozialwohnungen oder städtischen Wohnungen, der ist völlig berechtigt. Und ich glaube, dass das auch über Berliner Landesgrenzen hinaus sich rumgesprochen hat und zu einer Enttäuschungserfahrung geführt wurde. Und da sind wir wieder, sollte die AfD davon profitieren, in Teilen, muss man natürlich darauf hinweisen, dass sie 0,0 Konzepte zur Wohnungsnot in Großstädten bisher vorgelegt haben. Also wenn, dann werden sie tatsächlich erstmal als sein erster Reflex der Enttäuschung. Ich habe ja auch immer noch dann die Hoffnung, dass die Leute, wenn sie einmal irgendwie da so eine Stinkbombe geworfen haben, dann bei der nächsten Wahl merken, okay, das bringt jetzt auch nur begrenzt was, wenn die anderen nicht entsprechend darauf reagieren. Also bei der Brandenburg-Wahl war die letzte Stinkbombe vor 5 Jahren kleiner, die ist größer geworden jetzt. Ja, das stimmt. Also haben noch nicht genug einmal geworfen, vielleicht beim nächsten Mal dann doch weniger. Ich glaube aber, dass die Linke noch ein über die einzelnen Länder hinausgehendes Problem hatte. Und das hängt dann im Negativen wieder mit Sarah Wagenknecht zusammen. Es gab lange Zeit auch im Bund eine linke politische Mehrheit in Deutschland, die wegen Affen- oder Hahnenkämpfen zwischen SPD und Linke, weil das da diese traumatische Vergangenheit gab, die einen haben sich aus der anderen in Teilen herausgegründet, dass die einfach nicht genutzt wurde. Sonst hätte man, das hat, glaube ich, auch zu so einem Abnutzungseffekt geführt, dass man sagt, okay, wir wollen da eigentlich eine linke Politik, aber die da oben sind aus sachfremden Gründen nicht in der Lage, sie auch mal durchzusetzen. Jana Simon. Also ich glaube, dass es vor allen Dingen auch damit zu tun hat, dass die Linke jetzt im Osten als etabliert gilt. Also sozusagen, sie ist ja schon zum Teil mit in den Regierungen und das, was jetzt sich da ausdrückt, ist ja ein Protest gegen das Etablierte. Also sozusagen, deshalb wird ja die AfD unter anderem gewählt, weil man eben nicht die will, die schon irgendwo mitregieren. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die jetzt auch so schlecht abgeschnitten haben. Und was sie ja wirklich schon geschafft haben, das muss man sagen, ist, dass dieses Wort etabliert, das haben wir vorher, also die etablierten Parteien, das hat doch vor der AfD niemand gesagt. Und jetzt sagen es eigentlich alle. Als die Grünen kamen, sagten die Grünen, das sind die etablierten Altparteien. Also sozusagen dieses, also dass sie haben geschafft, dass dieser Diskurs jetzt so läuft, dass sie sich immer als die einzigen Systemkritiker hinstellen können. Und da hat, glaube ich, also da hat Jakob Augstein recht. Das stimmt natürlich, dass es geht um Systemkritik. Also das muss man, glaube ich, das ist schon ganz, ganz deutlich. Und deswegen sind die Linken nicht mehr so interessant, weil sie erscheinen nicht mehr als die Systemkritiker. Jakob Augstein hat minutenlang mitgeschrieben. Also was man jetzt vielleicht bei diesen Wahlen im Osten nicht so gesehen hat, aber was, glaube ich, für die gesamte Bundesrepublik schon gilt, ist, dass es ja eine parallele Entwicklung gibt, so eine dichotomische Entwicklung. Die Grünen werden stark und die AfD wird stark. Und das sind ja komplementäre Entwicklungen, weil auf der einen Seite werden die Leute stark, die sagen, wir müssen eine andere Art von Politik machen, die muss aber progressiv sein und auch proaktiv. Wir wollen eine aktivere Politik, die sich um Klima kümmert, die Migration positiv gestaltet, Und das sind Leute, die sind selbstbewusst und die haben irgendwie das Gefühl, sie kommen mit der Globalisierung zurecht und die haben auch nicht so viel Angst, ehrlich gesagt. Und das sind dann Leute, die wählen die Grünen. Und dann gibt es Menschen, die wählen eher die AfD, die wollen auch eine proaktive Politik. Das Interessante ist ja, dass beide diese Wählergruppen eigentlich von ihrer Politik enttäuscht sind und sagen, warum machen SPD und CDU so wenig? Warum ziehen die sich so aus der Verantwortung? Warum tun sie so, als könnten sie das alles nicht gestalten? Dieselskandal, Klimakatastrophe, Migration, Euro, Finanzskandal, immer sagt irgendwie,
irgendwie einer, oh, können wir nicht machen, die internationalen Konzerne, ist alles wahnsinnig kompliziert, wir würden ja, aber es geht nicht und so. Natürlich wenden sich dann die Wähler ab und sagen, ja, sorry Angela, wenn du das alles nicht auf die Reihe kriegst, warum sitzt du dann so lange im Kanzleramt? Und dann bei den Grünen vertrauen die Leute darauf, dass sie das positiv machen und bei der AfD glauben die Leute auf ihre Weise auch, die machen das positiv, indem sie halt die Migration abdrehen, indem sie die Globalisierung zurückdrängen, aber das... Die Ursache sozusagen für den Zugewinn dieser beiden Parteien ist der gleiche. Die Leute sind enttäuscht von diesen großen ehemaligen Volksparteien, die vor den Herausforderungen der Gegenwart einfach versagen und man das Gefühl hat, die ziehen sich aus der Verantwortung so zurück. Und mich würde mal viel mehr interessieren, und ich meine, ich glaube nicht daran, dass es passiert, weil die haben vor Neuwahlen so viel Angst, die werden sich dem nicht stellen, aber wenn die überleben wollen, wenn SPD und CDU überleben wollen, dann müssen den Leuten das Gefühl geben, wir kriegen das auch wieder hin. Dafür ist Angela Merkel mit Sicherheit die Falsche. Es ist schon interessant, wie nah man Grüne und AfD, nicht was die Inhalte angeht, aber was die Herangehensweise ans Problem oder an die Probleme angeht, beieinander rücken kann. Denn es ist, finde ich ehrlich gesagt, auf eine Art auch so, da wird an Gefühle appelliert, die einen sind eher etwas dunklere, ressentimentgeladene Gefühle, das ist die AfD, und diese gewissen Gefühle, wir müssen die Welt retten und so weiter, also eher was Helles, was Positives, aber der Maximalismus und die, es geht, wenn wir es nicht so machen, wie wir wollen, gleich die Welt unter, entweder das Abendland, das Christliche, oder eben halt gleich die ganze Welt, das ist schon sehr deckungsgleich. Das ist schon interessant, dass diese beiden Parteien funktionieren mit der Ansprache an Gefühle. Nein. Die Kritik, Sie machen das jetzt lächerlich, weil Sie sozusagen versuchen, auf diese Weise beide Parteien irgendwie abzuräumen. Ich habe versucht zu intellektualisieren, was Sie gesagt haben. Okay. Das schiebe ich jetzt mal auf Ihre Orthese. Wollten Sie auch noch inhaltlich was dazu sagen oder wollten Sie nur einen Behindertenwitz über ihn machen? Das mache ich nur privat, nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Ich probiere noch was Inhaltliches. Vielen Dank, Markus Feldenkirchen. Ich glaube, dass sich die beiden Parteien in der Art und inhaltlich so wenig ändern, dass ich sie ungern irgendwie zusammen nenne. Aber sie profitieren tatsächlich beide von einem Versagen der Volksparteien. Und die Grünen ersetzen damit quasi die SPD. Und die AfD hat das eingenommen, was die CDU unter Angela Merkel längst an Milieu, auch an Wertvorstellungen preisgegeben hat. Und hinzu kommt noch, dass diese Parteien seit 2005 mit einer auch nicht gerade glänzenden Unterbrechung einer schwarz-gelben Koalition tatsächlich zusammen regieren. Und da diese Konzeptlosigkeit noch sichtbarer wird, weil dann die wenigen Konzepte und Positionen und Vorstellungen, die beiden Volksparteien noch geblieben ist, auch noch mit dem in einer Koalition notwendigen Kompromiss aufgeweicht werden. Und deshalb tun sich wirklich beide Parteien jeweils keinen Gefallen. Sie schaden aber auch unserem demokratischen Diskurs, weil früher wurden durchaus unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft im Wettstreit zwischen CDU und SPD verhandelt. Das fällt seit langer Zeit aus und das macht Platz für andere Parteien, die vorher nicht prägend für die Bundesrepublik waren. Reaktion auf die Aussagen von Markus Feldenkirchen war bei Nikolaus Blome nicken und bei Bettina Gauss Kopfschütteln und jetzt sogar die Hand auf der Stirn. Was war so schlimm daran, Bettina Gauss? Nein, nicht an ihm speziell, sondern ich habe das Gefühl, ich habe andere Landtagswahlergebnisse gesehen als die anderen hier auf der Bühne. Die Grünen haben Stimmenzuwächse gehabt, aber wenn ich es recht im Kopf habe, ich bin nicht gut mit Zahlen. Im einen Land haben sie 10,1% gehabt und im anderen 8,4%. Und da reden wir drüber, dass das also der kometenhafte Aufstieg, ich weiß, die Grünen waren im Osten. Also die Grünen in Brandenburg mit einem zweistelligen Ergebnis. Ist ja gut, aber es sind eben 10. Also ich meine, das war, und das zu einem Zeitpunkt, wo ernsthaft seit Wochen darüber diskutiert wird, ob Herr Habeck nicht doch Kanzlerkandidat für Bundestagswahlen werden sollte. Wir kennen den Mechanismus doch. Die Grünen sind immer Umfragekönige und Königinnen gewesen. Und wenn es dann zum Schwure kam, hatten sie ganz schöne Erfolge teilweise. Und teilweise war es halt dann immer eine Enttäuschung. Ja, und es war ein schöner Erfolg, aber viel weniger, als wir vorher gedacht hatten. Wir reden jetzt wirklich über den kometenhaften Aufstieg der Grünen.
in Brandenburg und Sachsen? Naja, vergleichbar Bettina, mit der AfD? Jetzt unterschlägst du auch ein bisschen was. 10% für die Grünen in Brandenburg, entsprechend 20% im Bund. Die Europawahl hat gezeigt, das erste Mal, dass der kometenhafte Aufstieg in den Umfragen auch ein bisschen am Wahltag Realität wird. Und außerdem kann man heutzutage mit 20% auch Bundeskanzler werden, wenn man bereit ist, mutige Koalitionen einzugehen. Also, das finde ich, wie gesagt, eine steile These. Ja. Wollen wir wetten? Ja. Das Bittere ist, dass die Grünen wahrscheinlich jetzt in beiden Ländern mitregieren werden und damit gut, das nochmal verschärft eintritt, was Markus Feldenkirchen schon gesagt hat. Also da haben sich jetzt Rot und Schwarz, SPD und CDU jahrelang einander abgeschliffen, bis man sie nur noch schwer auseinanderhalten kann. Und jetzt kommen noch die Grünen dazu und dann entsteht natürlich wirklich der Eindruck, da fegt das alte System, große Anführungsstriche, das alte System echt die Reste zusammen, um eine AfD-Beteiligung zu verhindern. So wie es in Thüringen schon der Fall ist. Und die Quittung wird sein, wenn die, also was sollen die für eine Politik gemeinsam machen? Wo ist die Schnittmenge zwischen diesen drei Parteien, um kraftvoll irgendwie zu regieren und den Leuten das Gefühl zu geben, es geht jetzt in irgendeine Richtung, die habt ihr gewählt, jetzt machen wir das auch. Jetzt machen darum würde ich mir wünschen... Ja, genau, ich wollte gerade wissen, was soll denn anders sein? Ich würde Sie wollen, dass die AfD mitregiert? Nein, diese AfD kann nicht mitregieren. Also, da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber ich wünsche mir, ich fände es aus dem Blickwinkel, quasi aus der Draufsicht, fände ich es besser, wenn es eine Linksregierung in Brandenburg gäbe. Also gut, ich muss da leben, vielleicht kann ich ja nach Thüringen auswandern oder sonst wohin. Nicht nach Berlin, das ist ja auch schon rot-rot-grün. Auf jeden Fall Kleinmachnow verlassen nach dem Ergebnis. Aus ja, also, oder wir machen da einen Zaun drum und verkaufen uns an Trump. Oder das war ja auch schon ein Erfolg. Nein, aber ich glaube, es wäre wirklich besser, dass die Antwort auf diesen Rechtsruck in Anführungsstrichen in Brandenburg, dann meinetwegen eine Linksregierung ist, dann sollen die halt machen, was sie für richtig halten. Aber nicht diese Soße, nur weil Herr Woidke zu faul ist, mit einer Stimme Mehrheit zu regieren. Denn das ist ein einziger Grund, weshalb er nachher jetzt offenkundig wirklich schon peilt, mit der CDU und den Grünen das zusammenzumachen. Jakob Augstein, jetzt haben Sie es selber leider ein bisschen verbockt, weil Sie hatten ja darum gebeten, ich habe es ja auch gemacht, die AfD zu verlassen, aber jetzt haben Sie gesagt, natürlich müssen die dann auch mal mitregieren, habe ich richtig verstanden? Sie können doch nicht auf Dauer, ich finde das so merkwürdig, das liegt doch total klar auf der Hand. Wenn Sie eine Partei haben, die ihr Demokratie ist aber nicht immer das, was Ihnen gefällt, das ist halt so. Und wenn Sie eine Partei haben, die 25% der Leute repräsentiert. Und Sie haben es doch, ich meine, in der Art und Weise, wie Sie es eben formuliert haben, ist doch die Antwort schon drin. Und Sie müssen wirklich noch den Hausmeister mit dazu nehmen und irgendwie so Ihre zweijährige Tochter, um sozusagen im Schulterschluss zu verhindern, dass die praktisch ins Parlament einziehen. Da muss man sagen, da stimmt doch ganz grundsätzlich was im System nicht. Das können Sie, insofern finde ich doch, was du eben gesagt hast, letztes Mal war die Stinkbombe so, jetzt ist sie ein bisschen größer, aber irgendwann werden die dann schon aufhören, Stinkbomben zu werfen. Nein, die werden immer weitermachen. Die werden immer größer, die Stinkbomben, bis dann ganz merkwürdige Sachen passieren. Dann würde ich doch lieber sagen, und das ist jetzt wirklich nicht, weil ich glaube, man verdächtigt mich jetzt nicht irgendwelcher Sympathien für deren Inhalte, dann würde ich doch lieber sagen, da muss die CDU versuchen, diese Leute reinzuholen und sie zu zivilisieren auf die eine oder andere Weise. Das heißt, natürlich sollte die CDU mit denen koalieren, na klar. Sie müsste viel aktiver hingehen und sie versuchen zu spalten. Wenn man Herrn Gauland gestern Abend in der ARD gesehen hat, der immer sagte, ich bin eine bürgerliche Partei, und alle anderen prallten so an ihm ab und kriegten ihn gar nicht zu fassen, anstatt zu sagen, schmeiß deine Höckes raus und du bist morgen Minister in einem Kabinett, um den mal in Zugzwang zu bringen, dass er sich klar wird, ob er nun mit Nazis oder eher ohne Nazis eine Partei haben möchte. Dazu ist die CDU offenkundig unfähig oder nicht kraftvoll genug. Das ist das große Problem. Und dann Jana Simon. Nur ganz kurz, nur damit man das nicht vergisst. Sehr, sehr viele Leute, die AfD wählen und auch viele Funktionäre der AfD, vertreten inhaltlich nichts anderes, als was der Mainstream der CDU Mitte der 80er Jahre war. Jetzt kann man sagen, das war damals eine Partei, die ich für absolut unwählbar und streng voll reaktionär gehalten habe, aber das war eine Minderheitenmeinung. Sehr viele Deutsche fanden die CDU Mitte der 80er Jahre eine völlig akzeptable Partei. Ja, also Alfred Dräger, mein großer Stinkstiefel und so, aber trotzdem, das war ein angesehener Mann in Deutschland. Den Teil gibt es in der AfD auch. Und jetzt ist Jana Simon an der Reihe. Ich fand eben gestern Abend, also eine weitere Überraschung war für mich, dass Alexander Gauland tatsächlich bei Anne Will, was Sie ja auch gerade gesagt haben, gesagt hat, wir sind eine bürgerliche Partei. Vorher hat er noch seinen eigenen Parteigenossen gesagt, wir sind eine bürgerliche Partei und bitte benehmt euch heute Abend alle vernünftig, damit wir auch weiter als bürgerlich gelten.
Ja, also das fand ich, also er hatte schon Angst, oh Gott, die flippen heute alle aus und dann wer weiß, was da passiert. Also wie so ein Großvater irgendwie. Und dieses Bürgerliche hat, das ist neu. Also sozusagen, ich habe die ja jetzt eine Weile begleitet und bisher war bei den Veranstaltungen das immer so, dass man eben ja gegen das Establishment und so weiter, man wollte ganz neu und also revolutionär sein, aber bisher wollte man nie bürgerlich sein. Also dass er, das war gestern sozusagen von neuer, ein neuer Schachzug von Gauland oder wahrscheinlich von seiner gesamten Partei, dass man eben nun bürgerlich sein will. Und letztes Jahr hat er mir selber noch gesagt, dass er glaubt, er würde heutzutage gar nicht mehr aufgenommen werden in der AfD. Er und Frau Weidel, weil sie als zu bürgerlich gelten würden. Und nun sozusagen sagt er, also die ganze Partei muss bürgerlich oder ist sogar bürgerlich, was zum Teil sicherlich stimmt. Zum Teil sind da tatsächlich Leute drin, die normalerweise in der CDU wären, aber zum Teil eben auch nicht. Ja, also insofern fand ich das, also das hat mich am meisten erstaunt am gestrigen Abend, dass das also, das ist jetzt sozusagen die neue Richtung. Und das, also insofern, es ist alles immer so lustig, was wir hier erzählen, aber eigentlich ist es eigentlich eine total ernste Geschichte, die da gestern abgelaufen ist. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, wohin geht es jetzt eigentlich. Und ich finde, unser Land ist tief gespalten. Und wie kriegt man das irgendwie wieder zusammen? Jakob Augstein, es tut mir leid, Sie haben es gemerkt, ich habe versucht, die AfD zu verlassen, ist nicht ganz gelungen. Aber vielleicht können wir es ein bisschen in Richtung CDU drehen, nachdem Jakob Augstein da ja was wirklich bemerkenswert es gesagt hat. Ist das der Weg, dass die CDU jetzt sagt, wir öffnen uns vorsichtig für die AfD, um sie einzubinden, wie es Jakob Augstein also formulierte? Diese seltene Eintracht zwischen Augstein und Blome verwundert mich an diesem Punkt sehr. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass es in der CDU doch noch einige gibt, die sagen, nein, mit Rassisten und ehemaligen oder aktuellen Nazis gehen wir keine Koalitionen ein. Ich finde es viel sinnvoller, wenn tatsächlich Bemühungen mal stärker nachgegangen wird, die CDU wieder mehr so zu positionieren in ihren ehemaligen Kernthemen, Sicherheitspolitik zum Beispiel, wie das zu Zeiten der 80er oder 90er Jahre der Fall war. Aber dann sitzen hier ein Haufen Journalisten, die alle sagen, sie rennen der AfD hinterher. Bitte? Aber warum soll denn die CDU zurück in die 80er Jahre? Also warum sollte sie in das Familienbild ihres eigenen Familienbildes damals der 80er Jahre zurück? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass die AfD wegen des Familienbildes gewählt wird, sondern eher wegen der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik. Und da fand ich einige Positionen, ehrlich gesagt, bei der CDU in den 80er oder 90er Jahren besser aufgehoben, selbst bei Personen wie Herrn Dregger, den ich leider persönlich nie kennengelernt habe, als bei diesen Köpfen, die AfD absolut heute aufbietet. Absolut. Ich glaube nur, dass dieser Disclaimer, der ist ja berechtigt. Mit dieser Partei kann man derzeit bis auf Weiteres nicht koalieren, weil die wirklich Nazis in ihren Reihen haben, beziehungsweise mindestens einen total fließenden Übergang in dem Bereich. Vollkommen d'accord. Aber dabei kann es ja nicht stehen bleiben. Denn auf Dauer 25% aus dem Spiel zu nehmen und diese ganzen Gurken-Mischmasch-Koalitionen dann als Antwort darauf zu haben, das kann es ja auf Dauer nicht bleiben. Also was könnten die anderen Parteien und dann natürlich zuvor aus die CDU unternehmen, um den Teil, der in der Tat CDU oder meinetwegen CSU der 80er Jahre in der AfD von heute ist, da rauszuspalten, um mit denen dann meinetwegen zu koalieren. Das ist irgendwie nicht die Aufgabe einer konkurrierenden Partei, eine andere Partei zu spalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach wirklich keine Lösung, aber ich finde, man kann ja auch mal sagen, es gibt ein Dilemma. Jakob Augstein hat ja recht, wenn er sagt, man kann nicht dauerhaft, es wird Leuten nur Zulauf verschaffen. Wenn man dauerhaft einen so großen Teil von Wählerinnen und Wählern einfach ausgrenzt und sagt, ihr kommt unter gar keinen Umständen in Frage. Ich habe auch die Befürchtung, dass das der AfD mehr Zulauf verschafft. Auf der anderen Seite, im Moment sind die tonangebenden Leute, und ich finde Gauland auch mitnichten so harmlos, wie er sich jetzt im Augenblick gibt, Sie wahrscheinlich auch nicht, ja, im Moment haben die Höckes und die Kalbitz und die Nazis das Sagen, und auch wenn ich das Dilemma sehe, dass man wahrscheinlich der AfD Zulauf verschafft, ist es doch einfach wahr. Es hat es ja wirklich schon mal gegeben, dass man gesagt hat, na gut, aber wir koalieren und so.
Wir wollen nicht koalieren, nicht mit Rassisten und nicht mit völkischen Nationalisten. Es geht nicht. Aber dann haben Sie, ja, also das ist echt. Nikolaus Blume. Also wenn Sie, aber es ist ein Dilemma. Aber Sie, ja, aber toll. Dann ziehen Sie jetzt die Taschen nach außen und sagen, es ist aber ein Dilemma. Das können wir jetzt ja, hier aus Berlin-Mitte toll sagen. Muss ich auf jedes Grundsatzproblem sofort wie ein Springteufelchen eine perfekte Antwort haben? Nein. Ich finde es auch muss legitim nicht sofort, sein zu sagen, es nicht gibt sofort ein Problem. Wir haben schon ein bisschen Zeit darüber nachzudenken. Nicht sofort und nicht wie ein Springteufelchen. Aber trotzdem, es gibt Probleme, da fällt mir keine Lösung ein. Wie kriegen Sie den Teil der Wählerschaft, der sich mit Recht, glaube ich nämlich auch, irgendwie bürgerlich, meinetwegen kleinbürgerlich, wenn Sie das noch von der Hohen Warte hören wollen, nennen darf bei der AfD zurück in ein Koalitionsspiel, das dieses Spiel erweitert um Optionen, die es heute im Moment nicht gibt. Entweder jetzt reden Sie über die Wählerschaft. Ja, Moment. Die Funktionäre. Genau. Ich rede von der Wählerschaft und damit letztlich dann auch von Parteien. Entweder die CDU versucht, die wieder einzusammeln, indem sie meinetwegen zur CDU von den 80er Jahren wird. Das finde ich jetzt keine tolle Option. Und Selbstmord gehört nicht zur Geschäftsgrundlage von Parteien. Also müsste man versuchen, aus diesem Teil der AfD eine eigene Partei zu machen und das in Form einer Spaltung herbeiführen. Oder sie zu zwingen, zu sagen, wenn ihr mitregieren wollt, dann müsst ihr diese Leute vorher rausschießen. So wie übrigens die Grünen erst dann mitregiert anfingen, überhaupt in die Nähe von Mitregierung zu kommen, als sie ihren irgendwie kommunistischen Teil abgesprengt hatten. So war es halt. Oder die ihn bekehrt hatten. Also da, irgendjemand muss diese Häutung dieser Partei, wenn es überhaupt geht, also wenn es überhaupt eine gibt, in Gang setzen von außen, wenn es von innen ja, nicht aber, passiert. Aber genau das wird doch mit der klaren Ansage gemacht, wir koalieren nicht. Das wird ja auch in den meisten Fällen begründet. Ja, aber und man könnte ja sagen, wir koalieren mit euch, ihr werdet morgen Minister, es gibt morgen einen Dienstwagen, nur die fünf Typen, die wollen wir draußen haben. Das wäre mal eine andere Ansprache, als zu sagen, so, mit euch nicht. So stellt sich der Kollege Blume Politik vor, so wird auch bei der im Springer Verlag das auch gemacht. Und es könnte alles so einfach sein, wenn man es macht wie bei der Mafia. Ja. Wir können jetzt weiter schön sagen, eine Lösung haben wir auch nicht. Aber wir finden es total schlimm, was da passiert. Das können wir jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Und dann warten wir, bis sie 30 machen, bis sie 35 machen. Und dann gucken wir uns alle an und sagen, scheiße, hätten wir damals bloß irgendwas gemacht. Deshalb bin ich ja auch pessimistisch übrigens, um das eben zu sagen, für diese Form von parlamentarischer Demokratie, die wir haben. Weil ich glaube, Entschuldigung, das langweilt Sie vielleicht. Die Systemfrage habe ich schon drauf gemacht. Ja gut, das Problem ist natürlich, dass die Systemfrage so kompliziert ist, dass man sie nicht mal eben so wegschnacken kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass das kein Zufall ist und dass wir gerade beobachten, und wir beobachten das ehrlich gesagt, bei uns geht's ja noch. Aber man muss sagen, wir haben es ja noch einigermaßen gut. In anderen westlichen Ländern sind die ja schon deutlich weiter. In Amerika sind sie ja deutlich weiter. In England sind sie ehrlich gesagt schon über das Cliff hinaus und schon fast vor dem Aufschlagen auf dem Boden und so. Diese kapitalistische Demokratie löst sich gerade auf. Und ich meine, wir sitzen hier und versuchen, eine Lösung zu finden, sagen, es ist ein echtes Dilemma, wir wissen es nicht. Mit den Nazis wollen wir nicht, aber irgendwie haben wir die Nazis erzeugt. Jetzt müssen alle anderen, die keine Nazis sind, zusammen sein. Aber das ist doch gar nicht mehr die Demokratie, die wir wollten. Und das ist ein unauflösbares Dilemma. Das ist krass. Ich meine, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, Entschuldigung, will Ihnen jetzt nicht den Abend verderben, aber ich glaube, dass das im vollen Umfang noch gar nicht begriffen ist, dass es vielleicht einfach sein kann, dass dieses System so nicht mehr funktioniert. Und die Chinesen, die lachen sich sowieso die ganze Zeit über uns Toten, sagen, Mann, ey, guck dir mal diese Idioten an, das ist ja Wahnsinn, was die da machen. Bei uns geht das alles viel besser. I don't know. Wenn Sie, Jakob Augstein, wenn Sie das 20 Minuten später gesagt hätten, dann könnte ich jetzt Schluss machen. So komme ich mir natürlich fast schäbig vor, jetzt noch über die SPD zu reden. Es war so eine schöne Überleitung von Nikolaus Blume gefunden worden, als er sagte, zur Aufgabe von Parteien gehört nicht, sich selber abzuschaffen. Und da dachte ich, damit sind wir doch bei der SPD, die jetzt möglicherweise auch in ihrer aller Medien die nächsten Wochen bestimmen wird, weil sie ein unglaublich kompliziertes, wochenlanges Bewerbungsverfahren um eine Doppelspitze hat, weil Doppelspitzen gerade funktionieren, also zumindest bei den Grünen. Ich weiß ja, dass ein treuer Begleiter der SPD, weil er hat ja ein Jahr lang Martin Schulz auf seinem zunächst Siegeszug und dann Absturz begleitet und darüber ein Buch geschrieben, Markus Feldenkirchen, ist denn, ich weiß, Sie werden sich all diese Bewerbungsgespräche angucken, Sie sind so verrückt. Ist dieses Bewerbungsverfahren eine gute Idee? Ich war traurig, als ich hörte, es sind nur 23. Ich hatte ja, tatsächlich 23.
angerufen, gefragt, ob man noch ein paar drauflegen kann. Aber, erstmal vorab, stimmt, Sie gucken sie sich an, oder? Natürlich. Ja. Und das Schöne ist, das ist nur die erste Runde. Am Ende dieser ersten Runde wird es, weil keiner der Bewerber-Duos, glaube ich, mehr als 50% haben wird, werden die zwei Bestplatzierten nochmal in eine weitere Tournee gehen, das wird dann nochmal richtig spannend. Also wir haben bis Mitte, Freunde Ende eigentlich? Oktober die erste Runde, ja. Dann wird 2 Wochen ausgezählt und dann 3 Wochen die nächste Runde und dann wird wieder 2 Wochen ausgezählt. Dann für alle am Radio, er erzählt dann, das mit leuchtenden Augen. Ja, ja. Das ist doch faszinierend. Und dann gibt es einen Sieger von dieser Mitgliederabstimmung. Die Mitglieder können sowohl online als auch im örtlichen Wahlkreisbüro abstimmen gehen. Und dann muss ein Parteitag allerdings den Vorsitzenden wählen. Es ist juristisch überhaupt nicht festgelegt, dass die, für die die Mitglieder stimmen, am Ende auch gewählt werden. Da muss man also alle 732 Delegierten bitten, doch bitte dem Votum der 400.000 Mitglieder zu folgen. Und wie man sowas, und wir sind ja auch schon jetzt, ist ja nicht so, die Vorfreude ist ja schon lange da. Es wurde im Juni ja schon angekündigt, wie der Prozess jetzt läuft. Und wir haben ja auch schon eine spannende Phase hinter uns. Da sind ja mehrere Kandidaten-Duos schon angetreten und haben sich präsentiert. Und auch 3 einzelne Herren, von denen es jetzt einer auch in die Endrunde geschafft hat. Das heißt, es gibt 16 Personen aufgeteilt in 8 Duos plus ein Einzelbewerber sind 17. Die werden zusammen 23 Veranstaltungen machen. Alle so 2,5 bis 3 Stunden. Da kommt jeder Bewerber noch weniger zu Wort als hier in diesem Talk. Und ich glaube, das belebt einfach das belebt die innerparteiliche Demokratie. Ja. Das ist auch ein Wesen dieses Talk im Tippi. Man stellt eine Minute vorher die Systemfrage und dann kommt Markus Feldenkirchen. Ja. Aber Jana Simon wollte was zu diesem Bewerbungsverfahren sagen. Das ist ja lustig, aber irgendwie auch traurig. Ja, also ich finde, wer am Boden liegt, auf den sollte man nicht noch weiter eintreten. Nein, und deshalb kann man dieses Verfahren einfach mal umarmen, nur weil es dir nicht schnell genug geht und so ein bisschen komplex ist mit unterschiedlichen Runden, muss man es ja nicht gleich niedermachen. So, Jana Simon dazu. Ich will jetzt hier nicht immer allen die Laune verderben irgendwie und so sagen, dass ich das eigentlich gar nicht so wahnsinnig lustig finde. Nee, weil das heißt nämlich, dass wir die ganze nächste Zeit also wieder eine der ehemals großen Volksparteien, es wird wieder überhaupt nicht um Inhalte gehen, ne? Also, sondern es geht die ganze Zeit dann wieder um die Kandidaten, wer ist so, wer ist das, warum dann lesen wir wieder tausende Porträts, warum sozusagen sind die so und die nicht so und es geht eigentlich, ja, aber das es geht ja, auch geht an ja wieder uns immer nur um, ja natürlich wir liegt es an auch uns, über absolut. Die Inhalte der Kandidaten. Absolut, aber das, bei 23 Leuten, also wer interessiert sich da noch für Inhalte, ja, also das ist doch dann, also es wird total in die Breite gehen und niemand, also da kann man doch dann wirklich verstehen, dass sich Leute davon abwenden. Also es ist für mich vollkommen klar. Nikolaus Bohme. Also Markus Feldenkirchen hat jetzt 2,5 Minuten lang einen Elfmeter ins Tor getreten und der Torwart hatte Ferien. Das ist echt einfach. Und jetzt muss ich eine Lanze für die SPD brechen. Natürlich wird eine Frage bei der Gelegenheit geklärt werden. Okay, es dauert ein bisschen lang. Aber am Ende weiß man immerhin, will diese Partei raus aus der GroKo oder will sie nicht raus? Und zwar sofort. Weil am Ende, oder das heißt im Verlauf dieser 23 Veranstaltungen, wird sich die erste ist übrigens im Saarland. Das heißt, der ganze Tross aus Berlin muss ins Saarland fahren nächste Woche oder in ein paar Tagen. Vollkommen bescheuert. Also jedes Team bzw. der Einzelkandidat wird natürlich alsbald ganz klar die Frage beantworten, wenn du Chef bist, wenn ihr Chef werdet, geht ihr dann raus gleich oder nicht? Aber wir würden uns ja Inhalte wünschen schon. Und das ist aber Inhalt. Das ist doch für die SPD die zentrale inhaltliche Frage. Krepieren wir am Regieren? Und manche sagen ja oder viele sagen sogar ja, also in der SPD selbst. Oder müssen wir, à la Olaf Scholz, einfach immer nur so weiter regieren und irgendwann haben die Leute die CDU so satt, dass sie uns wählen als Ersatz für die CDU. Ja, das ist ein Debatte. Moment, da lachen Sie jetzt. Das sagt Olaf Scholz wirklich, das war jetzt fast wörtlich. Das sind die beiden Pole, die es da gibt. Und einer dieser beiden Pole wird knapp gewinnen.
in dem ein Protagonist und der andere Vertreter der anderen Richtung in diese Endrunde kommen werden, mutmaßlich. Und dann wird man wenigstens das wissen. Und immerhin, diese Entscheidung inhaltlicher Art, wie ich finde, sehr inhaltlicher Art, führt die SPD auf diesem krumpeligen Wege herbei. Immerhin. Es ist natürlich trotzdem, wenn Sie, da steckt Inhalt hinter, da haben Sie natürlich recht, aber es ist, wir haben gerade darüber diskutiert, über die Schwimmbäder, die geschlossen werden, über die kaputte, die Kita, die geschlossen ist, die Schule, in die es reinregnet, und dann beschäftigen sich auf 23 Veranstaltungen 17 Menschen damit, ob wir in der Koalition bleiben oder nicht. Da kann dann eine große Masse des Volks wahrscheinlich auch nicht mehr folgen. Nee. Ich weiß nicht. Das Problem der SPD ist doch, dass sie liefert und keiner dankt es ihr. Oder man könnte sogar sagen, die ganze Große Koalition liefert, können Sie jetzt im Einzelnen für falsch oder für richtig halten, aber dass die nicht regieren, das kann man nicht sagen. Die Liste der gemachten Gesetze, zum Teil auch wirklich gut gemachten, also wie soll man sagen, handwerklich gut gemachten Gesetze, ist ellenlang und es zahlt gerade gar nicht ein. Die Leute haben in irgendeiner Form abgeschlossen, oder ein Großteil der Leute hat in irgendeiner Form final abgeschlossen mit dieser Regierungsform namens GroKo, also mit dieser Regierungskonstellation namens Große Koalition. Und dass die SPD dann da raus will, das kann ich echt verstehen. Ich weiß nicht, ob es nicht schon zu spät ist, dass sie sich in der Opposition regenerieren können. Vielleicht sind sie schon unterkritisch. Aber dass sie raus müssen, dass die GroKo ein Ende haben muss, damit es irgendeine Form von anderer Mehrheit und anderer Konstellation gibt, das ist doch sonnenklar. Sonst geht das hier einfach sichtungsartig zutage. Bettina Gauss, Jakob Augstein und Jana Simon. Naja, also vielleicht hat ja Olaf Scholz am Ende recht damit, mit seiner Hoffnung, dass die Leute irgendwann die CDU so satt haben, dass sie dann endlich wieder SPD wählen. Denn es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt auf die SPD eindreschen, und ich finde dieses Wahlverfahren auch einigermaßen grotesk. Nur es ist ja nicht so, als ob die CDU auf einer strahlenden Siegesstraße sich befände. Wenn ich nochmal auf die Landtagswahlen zurückkomme, was ich wirklich interessant fand, war, wie unverblümt beide Ministerpräsidenten, der CDU-Ministerpräsident und der SPD-Ministerpräsident, gesagt haben, die jeweiligen Bundesparteien und Bundeszentralen seien nicht nur wenig hilfreich, sondern richtig schädlich gewesen für ihren Wahlkampf. So deutlich habe ich das selten gehört an einem Abend. Das heißt, im Landtagswahlkampf ist ja über Inhalte geredet worden. Und ich glaube, dass sowohl CDU als auch SPD sich unter Wert verkaufen, auch hinsichtlich ihrer Arbeit in der Großen Koalition. Es ist ja richtig, natürlich betreibt die SPD Nabelschau, aber die CDU ist ja mit ihrer gegenwärtigen Bundesvorsitzenden jetzt auch nicht der ganz große Eckenbrüller. Und so erfolgreich ist das ja auch nicht gewesen. Das heißt, ich glaube, die Probleme sind sehr viel mehr in den wirklich erstaunlich wenig effizienten Bundeszentralen der Partei als jeweils auf Länderebene. Wenn ich Kommunalpolitikerin wäre oder Landespolitikerin, wäre ich, glaube ich, unfassbar sauer auf die Bundesparteien. Und ich finde es immer ungerecht, wenn da alles in einen Topf geworfen wird, die Landesverbände und die Bundesparteien. Einer in dieser Runde kann so weise gucken wie kaum ein anderer, und das ist Jakob Augstein. Und jetzt hoffe ich, dass die Antwort dazu passt. Boah, ich habe überhaupt nichts gemacht diesmal. Ich bin unschuldig. Ich habe einfach nur zugehört. Ich verstehe nicht, warum irgendeiner glaubt, dass es bald Neuwahlen gibt. Denn wenn ich SPD oder CDU wäre, würde ich alles Mögliche machen, nur mich nicht dem Wähler stellen. Und versuchen, so lange irgendwie den Dienstwagen zu behalten und den Posten, jetzt weil wer Sie weiß. Mit dem Dienstwagen. Ja, ich habe von Ihnen ja auch ein bisschen was gelernt. Und würde sozusagen einfach das durchziehen bis zum bitteren Ende. Und man kann sie ja irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man die da wegkriegt. Also aus dem. Also freiwillig gehen die jedenfalls nicht. Doch? Jana Simon, aber haben Sie denn die Idee, also jetzt wurde ich ja von mehreren Seiten gesagt, dass sie gar keine so schlechte Politik macht, da haben auch die 6 SPD-Mitglieder im Saal dann applaudiert, aber sie setzt sich ein für eine Vermögenssteuer, sie setzt sich ein für eine Grundrente ohne... Sie setzt sich ein, das ist so hübsch, genau. Das ist, ja. Aber das ist sie setzt sich ein, das ist ja im Programm der SPD steht ja auch immer noch der demokratische Sozialismus. Die SPD setzt sich ein für den demokratischen Sozialismus, macht aber, seit sie in der Regierung ist, ganz was anderes. Das könnte unter Umständen damit zusammenhängen, dass ihre Ergebnisse von Wahl zu Wahl schlechter werden. Darauf könnte man kommen, wenn man nicht in der SPD ist. Was soll sie denn machen? Ja, also was fragen Sie mich jetzt im Ernst? Ja, also ich gerne. Also ich glaube, die,
die Lage der SPD ist so beschissen und es ist, liegt so auf dem Tisch. Keine Frau gefunden. Und es liegt so auf dem Tisch, dass die SPD hätte natürlich nicht in diese große Koalition eintreten dürfen. Erstens, sie hätte natürlich sofort heute Abend müsste sie noch austreten, müsste dann endlich wieder sozialdemokratische Politik definieren und dann sich sozusagen in der was? Ich meine, die Frage mit ernst, mit welcher Begründung heute Abend aus der Gruppe? Es ist morgen früh, meinetwegen auch noch, das reicht. Aber hauptsächlich schnell. Also bald, also jetzt sozusagen. Weil es wird halt immer schlimmer. Und das Schreckliche ist ja, dass sie jetzt denken, nur weil der Mann da in Brandenburg gewonnen hat, dass es doch noch irgendwie bergauf geht. Und das wird sich wahrscheinlich Olaf Scholz jetzt zunutze machen, sagen, wir können ja auch noch Wahlen gewinnen, O-Ton hat er gerade gesagt. Und wird dann damit wahrscheinlich SPD-Chef werden und die SPD weiter in der großen Koalition. Wahnsinn, es ist Selbstzerstörung ohne Ende. Seine Partner. Markus Feldenkirchen und dann aber Jana Simon. Die Partnerin von Olaf Scholz um den Parteivorsitz ist übrigens die einzige, die ihr Direktmandat an eine Grüne verloren hat. Insofern ist das oben, Geilwitz in, bei oben der Wahl in Brandenburg. Aus der Brandenburg-Wahl doch nicht ganz so gut. Es ist allerdings, ich weiß, es nervt euch alle total, aber ich habe mir auch mal angeguckt, wer dort alles antritt von diesen 8 Teams. Und da kann man jetzt sagen, so zwei würde man sagen, gehören so zum klassischen Regierungsflügel. Das ist Scholz und Pistorius. Die anderen 6 sind eher der linke Flügel der Partei. Und das ist natürlich wieder das klassische Dilemma der Linken. Die werden sich gegenseitig all die Stimmen wegnehmen. Das ist paradoxerweise, obwohl eine Mehrheit der Partei einen linken Aufbruch nach 2 weiteren Jahren große Koalition wirklich herbeisehnt und möchte, dass trotzdem am Ende wahrscheinlich die beiden konservativen Regierungskandidaten ins Finale kommen. Wieso? Es gibt doch eine Stichwahl. Richtig. Wenn sich vom linken Spektrum 6 Leute um den Kuchen teilen und vom rechten nur 2, dann haben die 2 gute Chancen, am Ende die meisten Stimmen zu haben. Ich finde, Markus Feldenkirchen wird langsam wunderlich. Warum? Ja. Weil du interessierst dich für die Aufstellung von Hertha. Ja, okay. Jana Simon. Ich wollte jetzt eigentlich nur die SPD verlassen. Ja, die SPD, ich meine, ja, aber die SPD, also das ist verloren, das Thema, ja? Das ja. Ist, nein. Also jetzt nicht nur hier, sondern generell. Für heute Abend, würde ich sagen. Na ja, gut, dann machen wir das so. Dann kommen wir doch allmählich zu unserer Schlussrunde. Ist eh von der Zeit was ganz passend. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen dann bitte ein bisschen. Und ich würde gerne anfangen mit Jakob Augstein. Erdogan, Trump, Boris Johnson, Putin, Merkel. Nicht nur bei dieser Aufzählung werde ich Merkel-Fan, sondern auch, weil... Habe ich nicht verstanden. Können Sie es nochmal sagen? Ich nenne Ihnen mal ein paar Spitzenpolitiker. Ja, ja, ja. Erdogan, Trump, Boris Johnson, Putin, Merkel. Nicht nur bei dieser Aufzählung werden Sie Merkel-Fan, sondern auch weil, ich versuche verzweifelt von Ihnen etwas Positives über Angela Merkel zu erfahren. Ich habe nichts, mir fällt wirklich nichts Positives zu Angela Merkel. Ich finde, sie muss, Entschuldigung, sie ist zu lange im Amt. Danke, Angela, es reicht. Wirklich, es ist wirklich, sie muss weg. Es ist, ich glaube, dass Angela Merkel inzwischen eines der größten Probleme unserer Politik ist. Meine ich echt ernst. Sorry. Alles schlecht? Da gibt es nichts? Ja, in der DDR war auch nicht alles schlecht. Ich meine, ich weiß nicht, was wollen Sie jetzt von mir? Sie hat die deutschen Fenster gelobt. Sie hat immer mit den gleichen Hosen, ist sie immer wandern gegangen und so. Ich meine, ich weiß nicht, ja, also klar, doch. Bettina Gauss, Robert Habeck als Bundeskanzler wäre für mich akzeptabel. Aber Sie sind nicht, also ich kenne sehr viele Menschen auch hier. Wer würde sich denn wünschen, dass Robert Habeck Bundeskanzler wird? Ja, klatschen Sie ruhig, dann hört man es im Radio auch. Das ist okay. Finde ich auch okay. Also ich finde, akzeptabel ist ja auch gar nicht so wenig. Ja. Also, das Personaltableau, das sich mir bisher erschließt. Dann könntest du endlich mal in der Kanzlermaschine mitfliegen, das wäre auch toll. Ich bin sehr viel weniger grünenaffin, als Sie zu glauben scheinen. Ja, Jana Simon, den größten Fehler, den die deutsche Politik in den 30 Jahren seit dem Mauerfall im Osten gemacht hat, ich habe es Ihnen vorher gesagt, wir hatten telefoniert und dann sagte sie zu mir,
Ich bin der Quoten-Ossi da und ich so, ja, ja. Das ist doch dann der größte Fehler, oder? Ja. Da ja, haben Sie doch selbst genannt. Aber den größten, jetzt überlegen Sie mal ganz kurz. Ich möchte jetzt wenigstens einmal irgendeinen Halbsatz beantwortet haben, außer mir fällt nichts ein, akzeptabel. Den größten Fehler, den die deutsche Politik in den 30 Jahren seit dem Mauerfall im Osten gemacht hat, gerne ernsthaft, ist welcher? Also das ist jetzt so eine globale Frage, da fällt mir gar nichts zu ein. Also da kann man ja vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Also das können Sie mir ein Beispiel nennen? Ich lasse da nicht los. Läuft bei Ihnen heute. Ja, ja, absolut. So. Absolut. Naja, allein, dass ich hier der Quoten-Ossi bin, ist doch schon, sagt doch schon alles. Das hat die Regierung verbockt. Die deutsche Politik, nicht die Regierung. Aber Merkel ist doch ein Ossi, Gauck war ein Ossi, das hat ja auch nicht gereicht. Ja, was willst du denn noch mehr? Aber warum werden die denn nicht als ostdeutsche Identifikationsfiguren also wahrgenommen? Gauck war für mich ein totaler Voll-Ossi. Ja, für Sie. Aber warum denn sozusagen, warum ist es nicht überall? Weil die sich den überall? Schuh nicht angezogen haben. Die haben sich einfach den Schuh nicht angezogen. Sie hatten keine Lust auf diese Rolle und haben gesagt, die spiele ich nicht für euch. Und jetzt fragen wir uns alle, die immer sagen, ich bin hier aber als eingeladen, also jetzt nicht Sie, pardon, sondern so allgemein im globalen Diskussionszusammenhang. Die sagen, wie, ich bin jetzt hier als Ossi eingeladen worden oder ich muss jetzt hier als Ossi reden. Nee, musst du nicht. Musst du gar nicht. Aber du musst dir diesen Schuh nicht anziehen. Ein Moment. Der Einzige, der hier rauskommt und mit Geburtsort vorgestellt wird, bin ja wohl ich. Ja, das hat aber Gründe. Das habe ich. Nee, Moment. Frau Simon, da muss ich Sie jetzt unterbrechen. Das hat deutliche Gründe, das habe ich auch gesagt. Sie haben ihn jetzt ein bisschen verletzt. Menschen, also die zum ersten Mal hier dabei sind, werden immer komplett mit Lebenslauf und Geburtsort vorgestellt. Okay. Alle anderen waren etwa 20 Mal hier. Also das habe ich auch bei Markus Feldkirchen und sogar bei Florian Schröder gemacht. Dann müssen Sie mich ja nicht mehr so vorstellen. Genau, so würde es auch sein. Genau, ja, so wäre es auch. Vielleicht rettet mich jetzt Nikolaus Blome. Nicht da. Dann mache ich einfach die gleiche Frage nochmal. Ich werde Merkel vermissen, weil? Ich werde Merkel vermissen, weil, vermutlich ein Stück weit vermissen, weil ich schon fand, dass sie 2 von 3 großen Krisen echt gut gemeistert hat. Die dritte, die Flüchtlingskrise, hat sie nicht so richtig in den Griff gekriegt. Also sicherlich großherzig gehandelt und dann die Kontrolle verloren. Und so eine Stärke wird immer erst im Rückblick zur Größe, so wie bei Helmut Schmidt, das ist schon ein ganz schön langer Satz, wir haben ja echt noch Zeit auf der Uhr. Genauso wie bei Helmut Schmidt, wo man hinterher sagt, was ist jetzt eigentlich genau von dem in Erinnerung geblieben? Und der wuchs dann quasi im Rückblick über sich hinaus und so wird es mit Angela Merkel auch werden. Sehen Sie, Jakob Augstein, so macht man das. Ja. Kriege ich jetzt auch sein Honorar? Und ach, es gibt Honorar. Markus Feldenkirchen, zum Abschluss. Mein schönstes Geburtstagsgeschenk gestern war? Die Frage hätte ich auch gern gehabt. Also, das war ein T-Shirt und da war drauf gedruckt, das Vorgängermaskottchen meines Fußballvereins Borussia Mönchengladbach, heute, das wissen alle, ist das Fohlen Jünter. Aber in den 70er Jahren, als die großen Erfolge waren, war es noch das Maskottchen mit dem Namen Bumsi. Und das habe ich gestern als T-Shirt aufgedruckt bekommen. Und das hat so eine Frisur wie der Sänger von dem Lied Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit, Toni Marschall. Ja. Gut, also wenn Sie ihm eine Freude machen, Bumsi in allen Varianten. Vielen Dank, das war der Radio 1 Talk im Tippi. Vielen Dank an Bettina Gauss von der Taz. An Jana Simon von der Zeit. An Nikolaus Blome von der Bild. An Jakob Augstein vom Freitag. Und an Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Mein Name ist Marco Seifert. Danke, dass Sie dabei waren. Hier auf Radio 1 geht es jetzt gleich weiter mit Christiane Falk und Laut und Kantig. Unter anderem mit einer Vorschau aufs Lollapalooza. Sie hätten jetzt noch 10 Sekunden mit dem Klatschen durchhalten können. Schade. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön.